Ja, dann, wir sind vollzählig. Herzlich willkommen, liebe Genossen, liebe Leser, liebe Interessierte, liebe Thüringerinnen und Thüringer. Jan hatte mich schon vorgestellt. Jan Feddersen ist, das hat er glaube ich auch schon gesagt, Redakteur für Politik und vor allen Dingen organisiert er jährlich diesen großartigen Taz-Kongress, der einmal im Jahr in Berlin stattfindet und außerdem Kampagnen wie Mainland, und in dem Rahmen waren wir vor 3 Jahren, wie er gesagt hat, auch schon mal hier, haben mit Bodo Ramelow über Heimat geplaudert. Heute wollen wir auch wieder über die schöne Thüringer Heimat plaudern und vor allen Dingen, was geht da politisch. Wir freuen uns, dass wir hier die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidaten in Spe, sage ich mal, versammeln konnten. Anja Sigismund von den Grünen, Raimund Walk vertritt Mike Morin. Genau, Applaus. Wolfgang Tiefensee ist Minister im aktuellen thüringischen Kabinett. Er ist Spitzenkandidat der SPD. Er war mal Leipziger Oberbürgermeister und auch Bundesminister. Und hier in Thüringen ist er Minister für Wirtschaft und Wissenschaft und der Spitzenmann der SPD hier in diesem Bundesland. Raimund Walk vertritt Mike Morin, der zurzeit noch eine Festrede halten muss, und aber auf jeden Fall kommt, wie Sie gesagt haben. Ja, daran werden wir ihn messen. Herzlich willkommen, Herr Walk. Schön, dass Sie da sind. Also wir sind in unserer Leserschaft, bitte? Ja. Oh. Ich dachte mir, wir machen keinen Personenkult. Also tatsächlich in meiner Funktion als ziemlich langjähriger Redakteur der Taz in Berlin und quasi von meiner Urprägung her bin ich ja Hamburger, man saugt begierig jene Anregungen aus der Leserschaft auf, also die einem auch sowieso gerade zu Pass kommen. Und da fiel immer Ihr Name und das kam mir insofern zu Pass, als ich Sie so ohnehin schon immer mal kennenlernen wollte. Ganz herzlich willkommen, die Chefin der Linkspartei hier, Susanne Henning-Welso. Und Sie war mal, habe ich gelesen, stimmt es, Eisschnellläuferin? Umso besser. Toll, dass sie da ist. Genau. Thüringen, ja, wir gucken ja mit Erstaunen auf Berlin, auf dieses Bundesland. Das ist sozusagen das erste Bundesland, wo ein linker Ministerpräsident im Amt ist und sich tatsächlich 5 Jahre gehalten hat mit nur einer Stimme Mehrheit. Wir fragen uns immer, wie geht das? Und vor allen Dingen, was kommt, gute Partner, was kommt jetzt danach? Die Umfragen sind ja klar und unklar. Die Linke führt, für die Linke sensationell, aber dann kommen CDU, AfD, so ein bisschen Kopf an Kopf. Und dann kommen auch Kopf an Kopf, aber ein bisschen abgeschlagen, die SPD und die Grünen. Also die Regierungsbildung wird schwierig. Die Frage ist, was kommt eigentlich, wer kann mit wem nach dem 27. regieren? Wenn es eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt, dann ist wahrscheinlich alles klar, aber was? Wenn nicht, geht Thüringen da vielleicht auch neue Wege? Der Wahlkampf hat jetzt nochmal an Fahrt aufgenommen, aber es gab ja in der letzten Zeit und in der letzten Woche auch ein Ereignis beziehungsweise eine Reihe von Ereignissen, die wieder gezeigt haben, eigentlich gehören wir doch irgendwie alle zu dem gleichen Spektrum. Ich rede von den Morddrohungen gegen Politikerinnen, Morddrohungen von rechts. Und meine erste Frage an alle Teilnehmerinnen unseres Podiums wäre, sind wir uns denn da eigentlich alle einig, dass wir hier ein echtes Problem haben? Wer möchte beginnen? Ja. Gut, dann weiter geht's. Ganz herzlichen guten Abend. Wahnsinn, wie viele da sind. Das ist zu verabscheuen, das ist furchtbar, das ist schlimm, es verschlägt einem die Sprache. Das eine ist, diese ganz konkreten Taten zu beurteilen, nämlich, dass nicht nur Morddrohungen bei uns eingehen, sondern Hassmails, Hassbriefe, dass man angepöbelt wird. Und das andere ist, vielleicht kommen wir heute Abend noch dazu, darüber zu diskutieren, wie entsteht sowas? Wer befördert das? Und wie können wir dagegen auftreten? Okay.
Sie können auch diese Mikrofon, ich würde sagen, Herr Tiefensee und ich, wir teilen uns das Mikrofon. Linke und CDU, vielleicht ist Ihnen das gar nicht recht, aber Sie teilen sich jetzt mal ein Mikrofon. Das ist jetzt kein Zeichen. Anna, nehmen wir das doch mal als Zeichen. Susanne Hennig-Welso. Ja, vorbereitete Zeichen, würde ich sagen. Also vorbereitete Zeichen gelten nicht als Zeichen. Ja, auch danke, dass Sie hier heute alle hier seid. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das bin ich immer, aber ganz besonders, weil es die Taz ist und ich hier zum ersten Mal auch ein Podium machen darf, mitmachen darf, so rum. Ja, wir haben ein extremes Problem, was Rechtsextremismus angeht. Wir wissen seit vielen Jahren auch in der Thüringer Bevölkerung, dass wir 20-25% Menschen in Thüringen haben, die extrem rechte Einstellung haben, die Langzeitarbeitslose ablehnen in Größenordnungen, die Menschen mit einer Behinderung ablehnen. Und das ist natürlich ein Problem, was wir nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen. Thüringen hat quasi auch den NSU gehabt. Thüringen hat mit dem Verfassungsschutz die rechtsextreme Szene in Thüringen aufgebaut. Und insofern, nur als kleine Stichworte, glaube ich, dass es um mehr geht als einen angeblichen Einzeltäter in Halle oder an eine Wahl einer Partei, sondern wir haben tatsächlich ein gesellschaftliches Grundproblem. Ich spitze die Frage noch mal so ein bisschen zu für Frau Sigismund und Walk, Entschuldigung. Ist auf eine gewisse Weise bei aller Liebe zu Thüringen, also dieses ganze Nationalistische, dieses ganze auch Rechtsextremistische, nicht mindestens auch eine kulturelle DNA aus Thüringen? Ganz klares Nein, ist das denn? Also, also Fakt ist, 30 Jahre friedliche Revolution, Thüringen ist ein großartiges Bundesland. Wir haben mit Sicherheit ein gesellschaftliches Problem, was politische Einstellungen angeht. Wer den Thüringen-Monitor kennt, auch in Erfurt hat es mal einen Anschlag auf eine Synagoge gegeben, Anfang der 2000er Jahre. Seitdem wird jährlich gemessen, wie sieht es denn mit der Demokratiezufriedenheit und Einstellung in Thüringen aus. Und seitdem es diesen Thüringen-Monitor gibt, seit 2002, steht da drin, 19% sagen, der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Deswegen ist ganz klar, dass wir eine Aufgabe haben für unsere Demokratie, eine starke Demokratie. Und es ist ein Skandal, es ist ein absoluter Skandal, dass aus Gedanken inzwischen Sprache wird und aus Sprache Taten werden. Ich finde es unerträglich. Wir sind in einem Wanderzirkus gemeinsam in Anführungsstrichen als Spitzenkandidaten zurzeit ja unterwegs, dass Herr Höcke oft selbstverständlich zwischen uns sitzt. Und ich finde es wohltuend, will das auch bewusst sagen, dass die Taz bewusst auch an dieser Stelle den Unterschied macht. Danke dafür. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich war schon mal hier, damals noch in meiner Eigenschaft als Polizeichef von Erfurt. Da war ich privat selbstverständlich hier. Also es hat sich nicht allzu viel verändert, aber in der Funktion hätte ich mir das damals nicht vorstellen können. Die Taten, die angesprochen worden sind, ich fange mal an beim Regierungspräsidenten Lübcke, dann die Tat in Halle, die Morddrohung jetzt gegen Spitzenpolitiker, die zeigt auch vor allen Dingen eins, diejenigen, die so etwas tun, das ist so durchsichtig wie klar. Die wollen nur eines, die wollen Hass schüren, die wollen Angst schüren, die wollen Unsicherheit verbreiten und sie wollen eins, sie wollen einen Spalt in die Mitte der Gesellschaft treiben. Und ich glaube, die zentrale Herausforderung für uns alle, die wir hier oben sitzen, ist doch die, für die Zukunft, wie schaffen wir es, wie gelingt es, diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft zu bewahren. Bewahren ist schon her, vielleicht ist es auch schon ein Stück weiter, so wie wir das wieder zurückholen können. Und das ist die echte große Herausforderung für uns alle Demokraten. Ich will noch eins sagen,
Wir kommen vielleicht nachher noch dazu. Soll niemand sagen, wir hätten es nicht gewusst. Wenn sich die Zahlen anschauen, die ja bekannt sind, aber die eben nicht so kommuniziert werden, Verfassungsschutzbericht 2017, jetzt werde ich doch schon gleich am Anfang politisch, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ich frage mich, wo der Verfassungsschutzbericht vom letzten Jahr ist. Der fehlt komplett und weil wir bei dem Thema Rechtsextremismus sind, will ich nur eine Zahl nennen oder zwei. Im Verfassungsschutzbericht 2017 waren im Bereich rechte Parteien, Gruppierungen, sonstiges aufgeführt, 5 Parteien bzw. Vereine, Gruppierung. Es gibt 2 rechtsextreme Parteien, die NPD und der Dritte Weg. Und der neue Verfassungsschutzbericht ist noch leer. Also sind schon 1,5 Jahre rum. Ich habe im Sommer das parlamentarisch aufgegriffen, habe angefragt, wie es denn jetzt aussieht mit dieser Zahl. Und Sie werden es kaum glauben, die Zahl ist explodiert. Wir haben jetzt 25 Gruppierungen und Vereine im rechtsextremistischen Bereich. Das heißt, die Zahl hat sich verfünffacht und das steht in keiner Relation zu den tatsächlichen Straftaten. Und da liegt die besondere Problematik. Und das müssen wir öffentlich machen. Das geht nur. Die Bekämpfung geht nur mit einem handlungsfähigen Staat, aber das ist dann Teil 2. Herr Wald, genau, ich gebe Ihnen da recht. Und wenn Sie sich da sozusagen, wenn Sie sagen, die Gefahr nimmt zu, das interpretiere ich mal so, dann wundert mich allerdings ein Blick in Ihr Wahlprogramm. Da ist ja von der Überwachung islamistischer Gefährder die Rede, da ist von einem Aussteigerprogramm für Extremisten, da kommen dann auch die Rechtsextremisten vor, aber auch einer Verbunddatei Linksextremismus. Hat nicht auch gerade die CDU die Gefahr von rechts viel zu lange unterschätzt und sozusagen auch klein geredet, indem sie immer Links- und Rechtsextremismus quasi in einen Topf geworfen hat? Nein, überhaupt nicht. Die Gefahr des Rechtsextremismus, so völlig unbestritten, ist die größte, wenn Sie sich die Zahlen anschauen. Das geht aus Ihrem Wahlprogramm aber so nicht hervor. Deswegen sitze ich hier oben. Sie fragen mich, ich gebe Ihnen eine Antwort. Das geht allein schon aus den Zahlen hervor. Wir haben 1300 Straftaten im Bereich rechts und wir haben etwa ein Viertel davon im Bereich des Linksextremismus. Das macht die Situation schon deutlich. Wenn Sie weitergehen, das sind Dinge, die bekannt sind, darüber braucht man auch nicht diskutieren. Wir haben etwa 1000 Personen im rechtsextremistischen die auch zu 250 gewaltorientierte Personen sind und wir haben im linksautonomen Bereich ungefähr 130 Personen. Das sind die offiziellen Zahlen, die bekannt sind und deswegen wird schon klar, wo die Gefahr lauert. Was ich auch letzte Woche im Plenum gesagt habe, wir bekämpfen alle Arten des Extremismus und das sind alles Feinde der Demokratie und da fange ich an bei den Rechtsextremisten, bei den Ausländerextremisten, bei dem islamistischen Terrorismus und auch bei den Linksextremisten. Alle gehören zu den Feinden der Demokratie und die müssen alle bekämpft werden. Ich würde das gerne noch mal von den anderen hören, dann können wir nämlich noch mal auf den so ein bisschen von Ihnen allen überspielten Punkt der großen Einigkeit. Das war mir zu schnell, zu floskelhaft. Was ist denn zwischen Ihnen jetzt der Konsens? Und davon abgesehen, wir wüssten nicht als Taz, aus welchen Gründen wir heute Abend jetzt hätten die AfD einladen sollen. Wir reden in diesem Kontext nicht mit der AfD. Das erschließt sich uns lieber aus dem, was wir live sehen. Ich respektiere jeden Veranstalter, der so entscheidet. Und Anja Sigismund hat gesagt, dass wir jetzt auf vielen, vielen Podien unterwegs sind. Und da gibt es die Veranstaltung mit den Verbänden, da ist die AfD nicht dabei. Und dann gibt es andere, da ist die AfD dabei. Ich kann verstehen, dass sie Beifall spenden. Ich habe eine andere Meinung. Es war wichtig, es ist wichtig, sich auf dem Podium mit der AfD auseinanderzusetzen. Nein! Es geht darum, nein, dass wir die Argumente hören und wenn Sie eine Frau Herold, eine Frau Musal, wenn Sie einen Höcker auf dem Podium haben, dann geht es in diesem Kreis überhaupt nicht darum, dass die Parolen verfangen, sondern es geht darum, dass wir sie stellen. Dass wir sie stellen, argumentativ, bei vielen, vielen Themen. Aber das ist meine Meinung, da bin ich anderer Meinung als vielleicht die Mehrheit hier und trotzdem vertrete ich sie. Wenn Höcke sagt, ich gebe keine Interviews mehr und die weiße Seite 2 in der TA ist und beim nächsten Mal ist er wieder da und ist nicht da, ich finde, stellt den Mann und setzt euch hart mit ihm auseinander und zwar Angesicht zu Angesicht. Und dann... Und dann ist völlig klar, dass der Rechtsextremismus nicht in einen Topf mit
dem Linksextremismus geworfen werden kann. Allenfalls, weil es Extremismus das gleiche Wort ist. Aber wir wissen genau anhand der Zahlen, dass die Gefahr von rechts lauert. Und sie ist eben nicht nur im Extremismus abgebildet, sondern bis tief in die Bevölkerung hinein zeigt sich das. Ich weiß nicht, ob Sie die Expertise von Heidmeier, deutsche Zustände, kennen. In Klammern, warum hat die VW-Stiftung eigentlich nach 10 Berichten aufgehört, diese Studie zu fördern? Klammer zu. Der Befund ist, dass weitaus mehr als 20% rechtes Gedankengut in sich tragen, dass sie Langzeitarbeitslose und Ausländer herabwürdigen, und man merke auf, wir haben eine aktuelle, vielleicht nicht repräsentative Studie, 70% der Wählerinnen und Wähler, der potenziellen, der AfD, sind nicht etwa diejenigen, die sagen, wir wählen Protest, wir wollen euch mal einen Denkzettel geben oder ins Schienbein hauen, sondern sie laufen den Parolen hinterher, und das müssen wir wissen. Eine starke Demokratie braucht nicht ein Feindbild wie die AfD, auch übrigens, wie ich finde, hier nicht auf dem Podium, um sich darüber im Klaren zu sein, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen müssen, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung haben, sondern im Gegenteil, wir müssen umso mehr zeigen, wie wehrhaft unsere Demokratie heute sein muss, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schwierig, dass ich wahrnehmen muss. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen mitbekommen hat. Der Bauernverband macht eine Demo, die AfD schiebt sich mit einem Trecker dazwischen, und irgendwie will das keiner gesehen haben, und man muss den Bauernverband erst auffordern, dazu Stellung zu nehmen. Der Höcke setzt sich ganz selbstverständlich mit auf unsere Podien, darf was von Umvolkung, einem Remigrationsprogramm erzählen, davon, dass Männer wieder mannhafter werden müssen und dann unsere Gesellschaft wehrhafter. Und wir müssen uns mit dieser faschistoiden Sprache auseinandersetzen. Das ist nicht die Basis für unsere Demokratie. Die Basis liegt woanders. Die liegt in der demokratischen Auseinandersetzung demokratischer Parteien. Und deswegen, finde ich, brauchen wir auch eine andere Diskussionskultur, die sich nicht immer nur an diesem rechten Rand abarbeitet. Wir müssen das klarstellen. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir untereinander auch die Differenzen klar machen, um deutlich zu machen, Wählerinnen und Wähler, es gibt was für dich zu entscheiden am 27. Oktober. Das wollen wir dann auch gleich tun. Und das ist, glaube ich, der Diskurs, den wir viel stärker führen müssen. Und ist aber wichtig, der Diskurs, den wir führen müssen. Und wo wir auch aufhören müssen, quasi in eine Sprachlosigkeit zu verfallen. Wir müssen die Dinge nennen, auch benennen, aber uns nicht permanent quasi nur dem rechten Rand widmen. Vielen Dank. Die Differenzen wollen wir gleich auch noch deutlicher machen, aber vielleicht noch Frau Hennig-Welser zu dem Thema. Naja, es ist ja so ein bisschen drumherum geredet, finde ich, weil das, was hier passiert, ist natürlich zu sagen, es gibt Linksextremismus, es gibt Rechtsextremismus. Am Ende wird hier vielleicht von einigen auch noch das Hufeisen bemüht und am Ende sind wieder alle gleich. Darum geht es nicht. Denn um was es geht, ist doch, dass man schon Linksextremismus ist, wenn man eine Demonstration der AfD zum Beispiel blockieren möchte, sei es friedlich, sei es zu viel, zu wenig, wie auch immer. Auch das ist schon Linksextremismus. Um was es doch aber geht, ist doch, über was wir gesellschaftlich reden. Die extreme Rechte spaltet unsere Gesellschaft. Und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und was will denn die extreme Rechte? Und das werfen Sie bitte einmal einem Linken vor. Die extreme Rechte will an der Grenze schießen, auf Frauen, Kinder und so weiter. Die extreme Rechte will keine Menschen aus dem Meer retten. Die extreme Rechte will Mauern bauen. Die extreme Rechte will alle, die nicht Deutsche sind und irgendwie nicht normal funktionieren, nach ihrer Ansicht, nicht befördern. Und insofern ist auch das, was Antifaschisten machen und was Linke auf der Straße tun, wenn sie sich gegen extreme Rechte stellt, genau das, was es braucht, nämlich Widerstand dagegen, dass unsere Gesellschaft weiter gespalten wird. Herr Walk, das war davon abgesehen, dass wir das total super finden, dass die Herr Moring später, Sie jetzt hier, dass die CDU überhaupt auf diesem Podium ist, und auch schön, was Sie gesagt haben, aber so ein bisschen, nehmen Sie mir das nicht persönlich übel, so ein bisschen Larifari klang das. Und zwar in
Sie nennen dann wieder irgendwie natürlich, Sie konzedieren, es geht um Rechtsextremisten, dann sagen Sie denn doch wieder, ich glaube, Sie hatten nicht Islamisten gesagt oder sowas. Das, dieser ganze Shit ist ja eigentlich, oder Sie haben, reden überhaupt von Extremisten. Feinde der Demokratie. Feinde, der, das ist mir zu allgemein. Das Konkrete ist, ich erzähle Ihnen jetzt eine Anekdote ganz kurz aus Sachsen, dass da Freunde von unserer Zeitung sich sehr wohl als Linksextremisten bezeichnen, im persönlichen Gespräch, das natürlich nicht labeln öffentlich, die sagen, wir haben aber keine andere Chance, denn auf die demokratische Polizei, die ihr immer behauptet, können wir uns nicht verlassen. Wenn wir bedroht werden von Faschisten, von irgendwelchen Völkischen, von Fußtruppen, auch der AfD, werden wir durch die Polizei nicht eilig geschützt. Das, finde ich, ist doch schon mal ein dramatischer Befund. Also das befördert doch sozusagen auch eine verdrießliche Stimmung gegen offenbar diesen antifaschistischen Konsens. Das ist jetzt meine Sprache, da müssen Sie sich jetzt nicht anschließen. Aber ich frage mich, hat da Thüringen nicht auch Nachholbedarf? Also zumal die meisten Jahre nach der Wende ja von der CDU angeführt wurden. Vor allen Dingen, was den Kampf gegen den Rechtsextremismus anbetrifft, in konkreter, polizeilicher und auch nachrichtendienstlicher Ermittlung. Weil wir da immer nur mit Balancen, also uns wurden Balancen verkauft, links und rechts. Die CDU, das war nicht nur die Bundesministerin Christina Schröder, immer nur links und rechts. Das Problem ist hier nicht Linksextremismus. Und das würde ich gerne von Ihnen konkret hören. Welche Ideen schweben Ihnen vor, um diese gefährliche Glut halbwegs einzuhegen? Ich meine, und bieten Sie bitte nicht pädagogische Programme an. Also, ich bin erstmal sprachlos und es wäre fatal, es ist wirklich schlimm. Ich bin erschüttert, wenn ich höre, auch wenn es nicht unser gemeinsames Bundesland Thüringen trifft, für das ich in besondere Funktion auch im Polizeibereich Verantwortung getragen habe über viele Jahre, wenn ich höre, dass offenbar in anderen Städten, in anderen Bundesländern der Schutz von Menschen nicht gewährleistet werden kann. Da bin ich erschüttert. Das kenne ich aus Thüringen nicht. Das ist völlig inakzeptabel, wenn es so sein sollte. Ich habe daran meine Zweifel, aber Sie haben es gesagt, deswegen nehme ich es so hin. Zum Bereich Kampf gegen Rechtsextremismus. Dann sage ich mal, die Zahlen im Bereich der politisch motivierten Kriminalität, nicht was vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren waren, die Zahlen des Bereiches politisch motivierte Kriminalität waren in 2014 in allen Bereichen, rechts, links, auch wenn Sie es nicht hören wollen, Ausländerterrorismus, Islamismus geringer als in 2019. Das ist erstmal Fakt, also die Zahlen sind angestiegen. Und zum Bereich Rechtsextremismus will ich sagen, ich habe hier genau auf die Diskrepanz hingewiesen, dass wir eben noch keinen Verfassungsschutzbericht haben und dass die alten Zahlen von 2017 irreführend sind. Wir haben nicht 5 Organisationen und Parteien, wir haben 25. Und ich habe das im Sommer öffentlich gemacht, mit anderen Politikern auch, aber ich habe die Anfrage gestellt, ich habe transparent gemacht, dass wir hier etwas tun müssen. Und ich will gerne. Was denn? Ja, will ich doch gerade sagen. Und ich will gerne Stefan Kramer, den Präsidenten des Verfassungsschutzes, zitieren, der gesagt hat, ich habe rechtzeitig gewarnt, aber keiner wollte es hören. Und was man nicht hören will, ist Folgendes. Gegen rechts gibt es nur klare Kante. Gibt eine Null-Toleranz-Strategie, die müssen wir umsetzen. Das kann ich allerdings nur, wenn die polizeilichen und verfassungsschutzrechtlichen Voraussetzungen vorhanden sind, wenn die personellen Ressourcen vorhanden sind, wenn die Organisationseinheiten vorhanden sind, wenn ich die Möglichkeit habe, Strukturermittlungen in der rechten Szene durchzuführen und wenn ich das Ganze irgendwo zusammenführe innerhalb der Behörden. Das passiert alles nicht. Und deswegen ist die Erkenntnislage in dem Bereich äußerst dünn. Und ich sage, wir müssen diesen Bereich aufstocken. Wir müssen ran an die Szene. Wir haben, ich würde es noch sagen, wir haben Vernetzung nicht nur bundesweit, europaweit. Wir haben die Vernetzung der Rechten zu den Reichsbürgern. Wir haben die höchste Reichsbürgerdichte in ganz Deutschland. 1000 Personen, die der Reichsbürgerszene angehören, 50 davon sind rechtsextrem. Wir haben 4 Bürgerwehren in Thüringen und das alles in den letzten 5 Jahren, willst du nur mal bemerken. Und da geht es nur mit Verfolgungsdruck. Und das ist das, was ich sage und das ist das, was ich fordere. Also Sie
Herr Weick, Sie sehen sozusagen den Verfassungsschutz als Speerspitze im Kampf gegen rechts. Und muss man ja sagen, der Thüringer Verfassungsschutz hatte bis 2011 grandios versagt in dieser Hinsicht. Der NSU war ein Fiasko. Aber eine Lehre daraus war ja auch, dass man gesagt hat, eine linke Regierung oder eine rot-rot-grüne Regierung will es anders machen. Nun sieht man aber, dass sozusagen zu Linken, dass der Verfassungsschutz eigentlich immer noch ein Verfassungsschutz ist. Die Linke wollte ihn ja sogar abschaffen. Auch die Grünen sehen ihn mehr als kritisch. Die SPD denkt, nee, den brauchen wir. Wir haben ihn gerettet für Thüringen. Wir haben heute ein großes Stück mit Stefan Kramer bei uns in der Taz, morgen zum Nachlesen, Werbung. Also es ist sozusagen so, man hat sozusagen ein ambitioniertes Projekt gehabt. Man hat gesagt, man macht es anders. Am Ende hat man sozusagen einen Verfassungsschutz, der personell nicht aufgestockt wurde, der sogar geschwächt erscheint. Und, da muss ich Ihnen recht geben, und der aber immer noch irgendwie versucht, Verfassungsschutz zu sein. Und die Linke sagt jetzt in ihrem Wahlprogramm, hat alles nichts gebracht, wir müssen den weiter abschaffen. So. Ist das sozusagen, zeigt das sozusagen die Grenzen auch linken Regierungshandelns? Man kann gar nicht anders, man muss irgendwie mit dem Strom schwimmen? Naja, Anja Siegesmund wird bestätigen, dass wir in den Koalitionsverhandlungen 2014 gefordert haben, dass wir den Verfassungsschutz abschaffen. Wir haben uns offensichtlich nicht durchsetzen können. Und trotzdem bleibe ich auch dabei. Also der Verfassungsschutz hat die NPD in Thüringen groß gemacht. Der Verfassungsschutz hat tatsächlich, finde ich, im Kampf gegen rechts sehr wenig bis gar nichts beigetragen. Wir hatten, das war unsere, glaube ich, unsere dienstliche Verbindung hier in Erfurt, als der NPDler Kai-Uwe Trinkaus, zu dem es am Ende auch noch einen Untersuchungsausschuss im Landtag gab, linke Politikerin, also unter anderem, ich war betroffen, mein Landesvorsitzender damals, bespitzelt hat, dem Verfassungsschutz berichtet hat. Das ging weit in die Gewerkschaftsbereiche hinein und dann soll mir mal jemand sagen, Verfassungsschutz ist irgendwie sinnvoll. Und ich brauche keinen Verfassungsschutzbericht, um zu sehen, dass wir viele, viele Organisationen haben, die eben extrem rechts sind. Ich meine, vielleicht stehen sie auch zum ersten Mal drin. Kann auch sein, dass es deswegen von 2 auf 25 geht. Und zum anderen, es gab ja die konkrete Frage Polizei. Da brauche ich keinen Verfassungsschutz, der mir sagt, auf der Liste der AfD in Thüringen stehen 5 Polizistinnen. Oder Polizisten in dem Fall, die der in Thüringen faschistischen Partei, der AfD, quasi auch mit ihrem Antritt auf der Liste noch weiter in den Landtag verhelfen wollen. Darunter ist der Todesschütze aus Nordhausen von vor 2 oder 3 Jahren. Wir haben den Pressesprecher vom Landeskriminalamt, ich glaube, das ist er jetzt gerade nicht mehr, der ist AfD-Mitglied, ein Wasserwerfer, jetzt fragen Sie mich, Sie wissen besser, wie das heißt, Kommandeur, sage ich jetzt mal, darf auf Twitter schreiben, Ramelow ist eine Ratte und muss weg. Also mir muss doch hier keiner erzählen, dass wir in der Polizei kein Problem haben. Und da gebe ich Ihnen recht klare Kante, diese Leute würde ich aus dem Polizeidienst entfernen. Weil niemand, der hier sitzt... kann sich darauf verlassen, von diesen Polizisten geschützt zu werden. Ja, Herr, vertiefen Sie, Sie schnaufen schon so. Also die Diskrepanzen bestehen ja offenbar weiter. Wenn es jemals wieder zu Rot-Rot-Grün kommt, dann wäre das doch schon das erste große Streitthema in dieser möglicherweise, in dieser Koalition, oder? Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass auf der einen Seite ein Regierungsparteiprogramm oder Parteiprogramm steht und auf der anderen Seite ein Koalitionsvertrag. Man muss sich bei vielen Dingen aufeinander zubewegen. Und die SPD hat eine ganz klare Haltung, der Verfassungsschutz wird nicht abgeschafft. Punkt. Warum? Warum? Weil die Alternative, die vorgeschlagen wird, ist, diese Aufgaben polizeilich zu machen. Und der Verfassungsschutz ist eine Institution, die der parlamentarischen Kontrolle unterliegt, die Polizei in der Weise nicht. Und aus diesem Grund sind wir dezidiert dafür, den Verfassungsschutz nicht nur zu erhalten, sondern ihm ganz strikt seine Aufgaben zuzuweisen, die er hat, und vor allen Dingen ihn in der Weise zu stärken, dass er genau das tut, worüber wir hier diskutieren. Nämlich unter anderem seinen Beitrag dazu leistet, dass anders als wir es, Stichwort NSU, erlebt haben, im Vorfeld wissen, was in Thüringen los ist. Und was überhaupt nicht geht, ist, dass man jetzt so mal pauschal die Arbeit der Polizei
in Thüringen abqualifiziert. Nach dem Motto, weil das ja in Sachsen so ist, ich kann es nicht nachprüfen, dass man nicht geschützt wird, ist das in Thüringen so. Wir haben den Innenminister in Thüringen und der zeichnet sich dadurch aus, dass er A, ganz klare Kante, sowohl nach außen gegen alle rechten Tendenzen zeigt. Zum Zweiten, vorbildlich in allen, für alle anderen Bundesländer hat er verhindert, dass Thüringen zum Eldorado von Rechtsrockkonzerten wird, die nichts anderes sind als verkappte Demonstrationen und Protestkundgebung. Und zum Dritten hat er, wie andere auch, Boris Pistorius, hat er ganz klar gesagt, wie er mit den Polizisten, sind es im Wesentlichen, und Polizisten in der Thüringer Polizei umgehen wird. Das geht beim Disziplinarverfahren los, was eingeleitet ist und endet gegebenenfalls mit der Entfernung aus dem Dienst. Ganz klare Kante, die SPD und ihr Innenminister hier zeigen. Und es gibt Unterschiede und der Streitpunkt ist vorgezeichnet, ist klar, aber wir holen die alten Formulierungen wieder raus und ich denke, dass wir auf einen guten Nenner kommen, nämlich egal, ob wir in der Frage einig sind oder nicht, Rot-Rot-Grün steht zusammen gegen rechts. Und Herr Weig, Sie schließen sich da an, nehme ich an? Ich möchte es nur wissen. Also mir kommt das gerade vor, als ob Sie sich anschließen könnten. In diesem Konsens der, sagen wir, freiheitlichen Demokraten. Also ich habe ja eben schon zu dem Thema was gesagt, ich muss mich ja nicht wiederholen. Es war deutlich, was ich gesagt habe. Und ich würde aber nochmal auf die eine Frage, wo ich nicht mehr antworten durfte, die zweite, was uns verbindet, ist, nur dass es nicht verloren geht, was uns verbindet, ist, glaube ich, eins. Wolf Biermann hat es schön auf den Punkt gebracht, da sind wir wieder bei der Mitte der Gesellschaft und was uns spaltet. Der hat gesagt, Demokratie ist jetzt so viele tausend Jahre alt, aber ist es immer noch die beste Form, die er sich vorstellen kann. Demokratie ist aber anstrengend, man muss jeden Tag um sie kämpfen und sie ist nichts Selbstverständliches. Demokratie ist ein zartes Pflänzlein, man muss sie behüten. So, und das ist das, was uns eint. Dass wir unterschiedliche Auffassungen sind, ist, glaube ich, normal, ist auch nicht ungewöhnlich und ist ja schon interessant, dass man innerhalb der rot-rot-grünen Koalition bei so wichtigen und wesentlichen Fragen, Verfassungsschutz ja oder nein, Sicherheitsbehörden ja oder nein, dass man unterschiedliche Auffassungen sein kann. Dennoch ist der Grundkonsens in der Mitte, dass wir Demokraten sind und dass wir gegen Extremismus kämpfen. Also Demokratie behüten, das klingt mir zu zart, wenn ich das mal sagen darf. Also ich war halt in Hildburghausen unterwegs bei jemandem, der ein Kulturschaffender ist, der in dem Moment, als er angefangen hat, politisches Kabarett zu machen, zerstochene Reifen hatte, eingeworfene Fenster und trotzdem weitergemacht hat. Ich kenne Leute, die sich darüber wundern, dass sie im Kreistag sitzen, im Saale-Orla-Kreis beispielsweise, dass Programme nicht mehr finanziert werden sollen, die für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit seitens des Landkreises auf den Weg gebracht wurden und gekappt werden sollen. Also was ich schon erlebe, ist nicht nur, dass wir darüber reden müssen, Demokratie sei ein hartes Pflänzchen, sondern dass wir eigentlich viel mehr darüber reden müssen, dass wir mehr darüber reden müssen, wie wir die Zivilgesellschaft, die Menschen mehr dabei unterstützen, genau diese Punkte auch selbstbewusst vorzutragen und sie in ihrer Arbeit vor Ort, in ihrem Miteinander auftreten gegen rechts stark machen. Und ich habe die CDU, sage ich auch so offen, lange vermisst bei den ganzen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Wo war die CDU in den vergangenen Jahren? Und es ist ein Thema gelungen, am Ende durch banale Mittel. Ich meine, wir haben im Kabinett gesessen, das muss man sich auch mal geben, und haben darüber geredet, welche Mittel fallen uns ein, um am Ende diese Konzerte noch unattraktiver zu machen, weil wir uns leider nicht darauf einigen konnten, bei der Frage Versammlungsgesetz schärfere Punkte miteinander festzuzurren. Uns sind Dinge eingefallen, wir sind in Thema erfolgreich gewesen, wir sind in Mattstedt erfolgreich gewesen, aber diese Punkte gemeinsam voranzutreiben und die Menschen mitzunehmen und sie nicht zu zermürben, das ist eine der größten Aufgaben, die wir als Politikerinnen und Politiker haben. Und da reicht es mir einfach nicht zu sagen, Demokratie muss behütet sein. Nicht einverstanden?
Also, dann will ich noch mal, nicht, dass es hier verloren geht, Herr Walk, das war wirklich eine super Aussage. Die haben wir uns notiert. Und damit können wir auch im Laufe des Abends vermutlich weiterarbeiten. Denn das ist ja offenbar, Sie müssen ja vermutlich auch sowieso sich jetzt viele Optionen offen halten. Man weiß ja nicht, was am Sonntag passiert. Ich möchte, was diese Diskussion anbetrifft, einen israelischen Soziologen noch mal kurz zitieren, Nathan Schneider, der sagte, er ist selber jüdisch, sagte, Sachsen-Anhalt ist für ihn kein pädagogisches Problem und wirft auch kein solches auf, sondern in erster Linie ist es ein Sicherheitsproblem. Es ist ein polizeiliches und auch ein nachrichtendienstliches Problem. Und da habe doch in Sachsen-Anhalt, aber das kann man auch vermutlich übertragen, wenn man nochmal NSU anführt, das kann man auch gut auf Sachsen und so weiter und auch auf Thüringen natürlich übertragen, ist es nicht so, Frau Hennig-Well, so, dass es ganz fahrlässig wäre, einen wirklich klugen Verfassungsschutz, der ja offenbar jetzt mit Stefan Kramer entsteht, abschaffen zu wollen. Man begibt sich eines Instrumentes, das einem doch eigentlich super nützlich sein kann. Also ich habe noch keinen klugen Verfassungsschutz erlebt. Also insofern fällt es mir auch nicht schwer, darüber nachzudenken, warum man ihn abschaffen muss. Ich bleibe dabei. Es mag sein, dass Stefan Kramer ein anderes politisches Verständnis hat als seine Vorgänger. Allerdings ist der Apparat noch der Apparat. Und es bleibt dieser Apparat, der auch all das verursacht hat, wo wir stehen. Und wir haben ja nicht nur gesagt, wir wollen den Verfassungsschutz abschaffen und wir wollen, dass eben, und die Polizei ist eben demokratisch legitimiert und wird auch demokratisch kontrolliert durch das Parlament, dass es polizeiliche Aufgaben werden, weil natürlich mit Geheimdiensttätigkeiten auch immer Straftaten verdeckt werden und auch durch Polizisten selbst. Und wir haben geschaffen das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Matthias Quent ist ja mittlerweile auch mit seinem neuen Buch unterwegs und ist einer, glaube ich, der Fachleute zum Thema Rechtsextremismus, die weit vor Verfassungsschutz oder irgendwie anders die Strukturen gerade im rechtsextremen Bereich aufgedeckt haben, die eine Analyse machen. Und ganz ernsthaft, also die meisten Erkenntnisse zum Thema Rechtsextremismus kommen in Thüringen zumindest aus antifaschistischen Kreisen. Ich suche gerade nach einem guten Übergang zum nächsten Thema, aber eine Nachfrage habe ich noch. Wenn Sie sagen, der Apparat ist immer noch der Apparat, Frau Hennig-Well, so, dann haben Sie ja recht. Ich meine, aber wieso tauschen Sie dann lediglich den Präsidenten des Verfassungsschutzes aus und verweigern ihm sozusagen, der kam ja ohne jegliches Personal in dieses Amt und als er mal 13 Stellen gefordert hat für Leute, zum Beispiel Soziologen, auch Juristen, hat die Linke gesagt, nö. Und Grüne und SPD übrigens auch, nö, das soll er mal aus dem aus dem Personalbestand lösen. Also sie haben ihn da ziemlich im Regen stehen lassen und nach 5 Jahren sagen sie, ach, hat nicht geklappt, abschaffen. Und das ist im Moment, Übrigen ich auch schon eine vorher gesagt, nicht jetzt es ist auch eine Brüskierung doch ihres Ministerpräsidenten, denn der hat ja den Kramer ins Amt geholt. Ja, das eine ist ja, dass der Kramer ins Amt kommt, das kann ja auch sein. Und wenn er das möchte, soll er das auch tun. Allerdings ist ja auch Regieren komplexer. Diese 13 Stellen, die gefordert sind, sind zum Teil in dem Polizeibereich eingesetzt worden. Also gerade was Digitalisierung angeht und. Und ich bin da ehrlicherweise schmerzfrei. Ich halte diesen Verfassungsschutz nicht für tauglich. Ich finde es richtig, dass wir gesagt haben, die sollen nicht in die Schulen, die sollen nicht weiter Öffentlichkeitsarbeit machen und so weiter. Und da kann sich der Koalitionspartner vielleicht in den nächsten Koalitionsverhandlungen auf die Hinterfüße stellen, keine Ahnung. Aber ich halte den Verfassungsschutz nicht für tauglich und ich halte unser Vorgehen dafür sehr berechtigt. Okay, das war klar. Schulen waren ein gutes Thema. Ein gutes Stichwort. Ich habe mich jetzt, nehmen Sie mir das nicht übel, also die Thüringer Details der Bildungs- und Schulpolitik waren mir nicht ganz so geläufig bis vor 2 Tagen. So ganz im Wagen. Ich weiß, dass diese katastrophale Elitenkonstruktion in Gymnasien nach dem Massaker von Robert Steinhauser offenbar geändert wurde. Aber gucke ich mir dann, das ist ja schon mal gut, also so, dass hier, dass in Thüringen nicht jemand, der 10 Jahre Gymnasium macht und dann zum Weiteren im Schulzug nicht zugelassen wird, dass der nicht völlig ohne dasteht. Das ist offenbar ein bewältigtes Problem. Aber lese ich dann Ihre Programme?
Also dann kann ich jetzt das von der AfD, das steht auch auf den entsprechenden Webseiten, das ist ja eher was für Freak-Spezialisten, aber lese ich Ihre Programme, Ihre vier, kann ich nur sagen, das unterscheidet sich ja allenfalls in Details und Sie werfen sich gegenseitig vor, dass Lehrer fehlen und alle konzidieren das. Was wollen Sie da eigentlich machen, um diese große, Lehrer, Lehrerinnen-Misere zu beheben? Also da haben Sie nicht richtig gelesen, wenn alle vier Programme gleich klingen. Das kann ja gar nicht sein. Wir werden ja nicht müde zu betonen, als Rot-Rot-Grün, die wir hier auch sitzen, dass wir 3.400 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt haben, 300 Stellen gerade unbesetzt sind, dass wir jede Schulstunde, die ausfällt, eine zu viel ist und dass wir für unsere Kinder die beste Bildung wollen und dass es nie reicht und bei Bildung irgendwie auch jeder ein bisschen mitreden kann, weil wir ja alle mal in der Schule waren oder Kinder haben, das erschwert die Debatte durchaus auch. Aber was sind jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte? Ich glaube, dass die wichtigste Ressource tatsächlich, die wir haben, kluge Köpfe sind. Und deswegen ist jeder Euro klug investiert in Schulen. Es gab auch 400 Millionen Euro Schulinvestitionsprogramm, aber auch das reicht noch nicht. Also müssen wir da dran setzen. Das Zweite, und das unterscheidet beispielsweise ganz klar uns Grüne, insbesondere von SPD und Linken, wir sagen, es braucht eine Wahlfreiheit. Wir finden Trägervielfalt gut, dass es Montessori-Schulen und Waldorfschulen gibt, die vernünftig ausfinanziert sein sollen. Das ist für uns wichtig und ich betone das deswegen, weil daran die rot-rot-grüne Koalition damals nach 6 Monaten, kleiner Insider, nicht fast zerbrochen ist, aber wir in 10 Stunden Koalitionsausschuss uns wirklich nichts geschenkt haben. Das haben wir sogar in Berlin mitbekommen. Das ist ungewöhnlich, dass bis nach Berlin die Dissonanzen aus Thüringen schwappen. Aber wir haben das ganz bewusst gemacht, weil wir sagen, dass am Ende nicht das Kind zur Schule passen soll, sondern die Schule zum Kind, weil es darum geht, dass gerade Kinder, die im klassischen Schulsystem vielleicht eben nicht dazu kommen, dass sie ihren Schulabschluss wirklich machen, weil sie eben mit der Art und Weise des Unterrichts nicht anfangen können, oft an freien Schulen besser aufgehoben sind. Und wenn man kindorientiert denkt, dann geht es darum, es soll möglichst jedes Kind wirklich einen Schulabschluss machen können. Deswegen ist uns die Vielfalt der Schulträger wichtig und da setzen wir uns auch weiter für ein. Okay. Das Kind muss zur Schule oder beziehungsweise die Schule muss zum Kind und nicht umgekehrt passen und das geht nur mit den freien Schulen. Die staatlichen können sowas nicht garantieren. Na, ich denke, das können auch staatliche Schulen garantieren, wenn sie in die Lage dazu versetzt werden. Und das versuchen wir ja auch. Es gibt an zwei Stellen sehr entscheidende Unterschiede in den Wahlprogrammen und in der Sicht auf Bildung generell. Das eine ist, wir als Linke sagen, da findet Turnunterricht statt. Der wird dort vertreten, nehmen wir an. Ja, weil in Erfurt die Turnhallen nicht vergeben werden, wahrscheinlich. Das eine ist, wir sagen, wir wollen längeres gemeinsames Lernen und jeder und jedes Kind muss die Möglichkeit haben, den höchstmöglichen Abschluss zu machen. Das heißt also, dazu im Gegensatz, keine uralten Begabungstheorien auszupacken und wir müssen weiter unterscheiden zwischen Grundschule, Hauptschule, Regelschule, Gymnasium. Und die Regelschule soll auch noch dazu das Herzstück der Thüringer Schullandschaft sein. Wir sagen deshalb, wir wollen mindestens von 1 bis 8 gemeinsames Lernen und möglicherweise bis 12. Bedeutet dann für die Lehrerin Gewinnung, und das ist der zweite Unterschied, wir wollen, dass wir eine andere Lehrerausbildung machen, und nämlich schulstufenbezogen, nicht auf die einzelnen Schularten, das folgt jetzt in der Logik, um damit natürlich auch flexibler zu sein im Einsatz. Und was wir gemacht haben, ich mache es stichwortartig, wir haben die Verbeamtung eingeführt, wir haben Seiteneinsteiger, wir haben 3.900 Lehrerinnen, wir haben die Schulstruktur verändert, wir haben keine Einstellungsdaten mehr und wir haben die Regelschullehrer im Gehalt angehoben. Genau. Und trotzdem fällt immer noch ganz viel Unterricht aus. Ja. Aber die Frage, die man sich ja tatsächlich stellt, ist, müsste nicht eigentlich, jetzt bin ich wieder bei einer rot-rot-grünen Regierung, wenn Sie sagen, wir müssen die Schulen entsprechend ausstatten, wenn Sie sagen, es kommt auf unsere Köpfe an, müssten Sie nicht eigentlich sagen, die Schuldenbremse ist kein Selbstzweck? Wir müssen jetzt richtig Geld in die Hand nehmen, wir müssen investieren und gerade in der Zeit, wo das Geld ja auf der Straße liegt, wenn man es mal sagen kann, also es kostet nichts sozusagen, Schulden zu machen, da müssen wir eine richtige Bildungsoffensive starten. Haben Sie aber nicht gemacht.
Sie haben recht. Im Bund müssen wir die Schuldenbremse in Frage stellen. Wir müssen sie im Land in Frage stellen. Momentan verfügen wir über hohe Steuereinnahmen. Und Susanne hat ausgeführt, wo wir das Geld reingesteckt haben. Abbaupfad gestoppt. Viel Geld zum Beispiel in die Befreiung zweites und drittes Kindergartenjahr gesteckt. Mehr Lehrer und so weiter. Ich könnte das runterdeklinieren. Für die SPD gilt, dass wir einerseits ein Schulsystem haben, was die bestmöglichsten Chancen aus den Kindern, die bestmöglichsten Wege eröffnet. Und zwar nicht im Hinblick auf den späteren Beruf, da ist auch. Also nicht verzweckt, sondern weil es uns darum geht, dass tatsächlich das Kind, der Jugendliche sich optimal entwickeln kann. Und wir sind weit davon entfernt. Wir sind weit davon entfernt, dass es unabhängig ist vom Qualifikationsgrad der Eltern, wie der Lebensweg des Kindes aussieht. Und das ist eine Herkulesaufgabe, die man übrigens nicht nur den Schulen aufbürden darf, sondern was wir möchten, ist eine stärkere, noch stärkere Unterstützung der Familien. Damit wir aus diesem Teufelskreis herauskommen, hast du wenig Geld, nicht ganz so entscheidend, aber vor allen Dingen hast du wenig Qualifikationsgrad zu Hause, dann ist dein Lebensweg vorgezeichnet. Zu der spannenden Debatte, liebe Anja Sigismund, zu freien Schulen. Wir wollen doch keinen Pappkameraden aufbauen. Selbstverständlich ist die SPD seit 1990, und ich habe es selber befördert, für freie Schulen. Ja, was denn sonst? Wenn wir in einem Land der Jena-Planschulen sind, ja, was denn sonst? Aber die Frage ist, dass wir eine Entwicklung stoppen müssen, dass Eltern, die meinen, im staatlichen Schulsystem nicht die beste Bildung zu bekommen, ihre Kinder ausschließlich auf die freien Schulen schicken wollen. Und deshalb sagen wir, wir wollen, dass wir anknüpfen an Jena-Plan. Ich möchte, dass die großen Schulen und die Schulverbünde Verwaltungsleiter haben, damit die Schulleitung und die Pädagogen von unsäglichen bürokratischen Aufgaben freigestellt sind. Ich möchte, dass die Eigenständigkeit der Schulen eingeführt wird. Da haben wir eine Differenz mit dem jetzigen Bildungsminister. Ich setze es trotzdem. Ich möchte, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer von den Schulleitungen und den Schulkonferenzen raussuchen lassen, wie es beispielsweise in anderen Bundesländern praktiziert wird. Dass es nicht nur ein relativ schmales Sachbudget gibt, was frei verfügbar ist, sondern auch ein Budget für pädagogische Arbeit. Warum? Weil Absolventen aus Jena oder Erfurt, die kommen nach Thüringen, bleiben in Thüringen, klar, wenn sie verbeamtet sind und Geld haben und so weiter. Aber ich weiß, dass viele kommen, viele bleiben würden, wenn sie ihre Schule selbst gestalten können, pädagogisch vor Ort gestalten können. Und da brauchen wir größere Freiheit. Und hinzu kommt die schulstufenbezogene Ausbildung, die ein Novum in Deutschland wäre, wird jetzt noch eine Weile dauern, aber so wollen wir Schulwesen attraktiv machen und in die Brennpunktschulen gehen. Ich scheue mich nicht, diesen Satz zu sagen. Wir wollen in den Brennpunktschulen, so wie bisher, mehr Sozialarbeiter einstellen und wir werden die Förderschulen erhalten, weil wir Inklusion wollen. Ja, Inklusion wollen wir, aber wir brauchen auch die Alternative funktionierender Förderschulen und jedes Kind soll die optimale Möglichkeit haben, da auszuwählen. Beides zusammen. Das klingt super. Das klingt super, aber ein Doppelsystem aus Förderschulen und inklusiven Schulen ist doppelt so teuer. Alle Inklusionsexperten sagen, sie müssen sich irgendwann mal entscheiden. Aber täusche ich mich da, dass Sie da ein bisschen näher. Ja, genau. Ich möchte Ihnen nicht das Wort abschneiden. Ich wollte bloß sagen, Herr Walk, Frau Sigismund, täusche ich mich oder sind Sie in dem Punkt näher als. Ja. Also eher als mit der SPD. Ergänzen darf, ich glaube, man braucht beides, weil wir müssen doch Bildung vom Kind her denken. Und es wird Kinder geben, die sind einfach in einer Förderschule besser aufgehoben und können besser gebildet werden. Und andere werden durch Inklusion quasi ihren Schulabschluss oder eine Weiterqualifizierung machen können. Das heißt, wir dürfen doch nicht vom System her denken, sondern müssen vom Kind her denken. Das ist doch die Krux. Also es geht doch darum, unseren Kindern die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Damit auch den bestmöglichen Bildungsweg, die beste
bestmöglichen Chancen. Das heißt, ich kann da nicht denken in Hauptschule, Regelschule oder whatever, sondern es geht um die Frage, was braucht das Kind und das müssen wir auch zur Verfügung stellen. Und ansonsten sind Sie gerade, liebes Publikum, live im Preview für die rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen, die ab 28. Oktober stattfinden werden. Herr Walk. Hat sich hier bewährt. Ich bin ja spät eingestiegen, deswegen freue ich mich ja, dass wir offensichtlich Konsens haben. Ich will es nochmal in Erinnerung rufen, aktueller Bildungsatlas, Bildungsmonitor. Thüringen ist das Land, was am weitesten zurückgefallen ist in diesem Atlas. Was am weitesten zurückgefallen ist, und es muss einem auch nicht wundern. Okay. Aber im Vergleich zu 2012, da waren Sie auch noch mit an der Macht. Richtig, hatten wir einen SPD-Kultusminister, spielt ja jetzt alles keine Rolle. Fakt ist, wir haben in einem Jahr, und man muss wirklich sich die Zahl anschauen, 938.200 ausgefallene Stunden. Das in 2019. Wir haben zu wenig Lehrer, haben wir schon festgestellt. Die Schulabbrecherquote war noch nie so hoch wie jetzt. Wir haben 1.000 langzeiterkrankte Lehrer. Ich glaube, auch da muss man mal genauer hinschauen. Und deswegen müssen wir in diesem Bereich etwas tun, weil meine Kollegin hat es schön auf den Punkt gebracht. Unsere Rohstoffe in Thüringen sind die Köpfe. Und deswegen brauchen wir Bildung, Bildung, Bildung. Dafür müssen wir auch Geld ausgeben. So, jetzt zum gegliederten Schulsystem. Wir lagen jahrelang an der Spitze, genau mit diesem System, mit dem gegliederten Schulsystem. Damit waren wir erfolgreich. Wir sagen nicht für alle eine Schule, sondern wir sagen für jeden die richtige Schule. Das betrifft auch die Förderschulen, die wir eben nicht abschaffen wollen, sondern die wir erhalten wollen. Und natürlich gibt es auch immer andere Wege der Inklusion. Nur wenn ich Inklusion betreiben will, dann brauche ich auch genügend Betreuung, dann brauche ich genügend Personal. Meine Tochter ist in dem Bereich zuständig, in Kleingruppen mit 3 oder 4, mit 2 Pädagogen, da kann es gelingen. Und das muss ich, wenn ich es ernsthaft betreiben will, wenn ich es erfolgreich betreiben will, muss ich diesen Weg wählen, ansonsten kann es nicht gelingen. Also die eigentliche Frage war ja, was ist eigentlich mit der Schuldenbremse? Und ich bin jetzt echt total froh, dass wir im nächsten Koalitionsvertrag drin haben, dass wir die Schuldenbremse nicht mehr haben wollen. Die Finanzministerin in Thüringen wollte die nämlich immer gern behalten. Das schauen wir uns also an. Ich bin der festen Überzeugung, das, was hier auf dem Tisch liegt, wie wollen wir eigentlich gemeinsam auch miteinander lernen, nämlich inklusiv oder geteilt? Dass das die Fragen der Zukunft sind. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn es in der Bundesrepublik endlich mal eine Umsteuerung gäbe, dass wir tatsächlich Bildung zum Schwerpunktthema in dieser Republik machen und damit natürlich auch die Bundesländer ganz anders in die Verantwortung nehmen können und ganz anders mit ausstatten können, was das Geld angeht, dann können wir hier auch inklusive Schulen bauen, dann können wir hier auch genug Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, dann können wir das auch alles bezahlen. Und ich glaube, das wird eine Zukunftsausgabe oder Aufgabe sein, die wir tatsächlich leisten müssen, ohne das jetzt als Schlagwort zu nutzen. Darum geht es mir gar nicht. Und was mir bei Ihnen, Herr Walk, also immer mächtig auffällt, ich habe beinahe was anderes gesagt, Sie sagen immer, was tun, aber was denn tun? Bei dem, was wir alles an Maßnahmen schon versuchen, um Ihre Misere, die Sie aufgebaut haben, mit zu wenig Lehrern in diesem Land. Sie haben fast 10 Jahre kaum eingestellt. Jetzt gucken Sie sich die Alterspyramide an. Jetzt gucken. Ja. Wer war mit dieser Regierung? Blame geben. Also insofern, Sie haben 10 Jahre nicht eingestellt. Sie haben das Floating-Programm gemacht. Wir haben eine Alterspyramide, wo wir 30% der Lehrer über 55 Jahre haben. Und jetzt erzählen Sie mir, dass wir in den nächsten 5 Jahren oder in 5 Jahren 7.000 bis 8.000 Lehrer hätten bei diesem Lehrerinnenmarkt in Deutschland ersetzen können. Okay. Also ich glaube, die Kontroversen, die kennen wir jetzt irgendwie auch schon alle, wenn wir irgendwie Wahlarena geguckt haben oder die Duelle der Spitzenkandidaten. Ihre Antwort kann ich mir auch schon fast, kurz eine Bemerkung noch, mir ist aufgefallen, vielleicht ist es nur mein persönlich-politisches Steckenpferd. Mein Eindruck ist, dass Sie sich viel zu wenig intensiv eigentlich um die, nicht nur Abschaffung wäre die Voraussetzung, also des klassischen, so wie ich das aus meiner Kindheit kenne, gegliederten Schulsystems. Man könnte eigentlich an eine EOS-Tradition anknüpfen,
Also ich will das jetzt nicht hier DDRisieren, aber man könnte doch sagen, man lernt bis zur 10. Klasse gemeinsam, man könnte sogar darüber reden, dass ein Teil der beruflichen Qualifikation in die Klassen 11 bis 13 geht. Stattdessen registriere ich und da bin ich, und stattdessen stelle ich hier in Thüringen fest, man redet immer von den besten Köpfen und der besten Förderung und dann ist man irgendwie quasi denn knapp, wenn man das nicht will, sofort bei Inklusion. Da gibt es doch aber noch was dazwischen. Also Vernachlässigung von, heißt das in Thüringen so, Hauptschulen, mittlere Reife und so weiter und so weiter. Über die redet immer keiner und ich glaube, dass, soweit ich orientiert bin, sind da genau die Stunden, die wesentlich ausfallen. Nein, das stimmt nicht und wir reden sehr wohl darüber, da haben Sie völlig recht, dass es nicht gelungen ist, unter anderem bis es dann die Gemeinschaftsschule in Thüringen gab, die Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Schulformen zu ermöglichen, also zwischen Realschule und Gymnasium leicht hin und her zu wechseln, leichterdings, das war einfach schwierig und das ist es auch noch. Und längeres gemeinsames Lernen ist die Lösung. Ich meine, ich weiß das selbst auch. Ich bin Mutter von 3 Töchtern. Man diskutiert, wenn man auf einer regulären Grundschule seine Kinder hat, eigentlich in der 3. Klasse auf Elternabenden nach 2 interessanten Diskussionsstunden immer in diesen Runden, was soll es denn werden nach der 4. Klasse? Und mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, das entscheiden doch nicht die Kinder, sondern die Eltern nach bestem Wissen und Gewissen. Und deswegen ist die Gemeinschaftsschule beispielsweise eine Möglichkeit, um am Ende nicht diese sinnlose Debatte zu führen, sondern, wie das an der Jena-Planschule beispielsweise möglich ist, bis zur 10. Klasse gemeinsam zu lernen, dann seinen Realschulabschluss zu machen und dann in 2 oder 3 Jahren noch zum Abi zu kommen. Das ist genau der Weg, der sinnvoll ist. Klammer auf, leider hat die CDU vor 3 Jahren, es gab ja mal ein Jahr, da hat die CDU blank gezogen und gar keine Haushaltsänderungsanträge gestellt. Ein Jahr später hat sie dann 1.000 gestellt und in einem der 1.200 wollten sie die 14 Millionen Euro für die Gemeinschaftsschulen einfach kürzen. Gut, dass sie die Entscheidung im Haushalt nicht gefällt haben, sondern wir als Rot-Rot-Grün, um die Gemeinschaftsschule und damit längeres gemeinsames Lernen zu stärken. Also ich mache Schulpolitik nicht erst seit 4 oder 5 Jahren mit der SPD, sondern seit 1990. Und wenn man genau hinguckt, bin ich zur Politik gekommen, weil ich in der Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung genau in dem Bereich gearbeitet habe. Die SPD unterscheidet sich. Sie spricht sich aus für das längere gemeinsame Lernen. Sie spricht sich aus für Gemeinschaftsschulen. Und Christoph Matschi hat, obwohl es schwierig war, haushalterisch umzusetzen, die Gemeinschaftsschule vorangetrieben. Aber wir sind nicht dafür, dass wir eine Schulstrukturdebatte von oben führen. Wir setzen darauf, dass die Kollegien selbst diesen Weg finden, weil wir meinen, in dieser Zeit ist es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht durch eine Schulstrukturdebatte von oben belastet werden, sondern dass sie in der jeweiligen Form möglichst mit der Gemeinschaftsschule den besten Weg finden, die Kinder zum Erfolg, zur persönlichen Entfaltung zu bringen. Und deshalb gibt es mit der SPD keine Schulreformdebatte von oben und wir machen jetzt alles gleich. Das ist das Erste. Das Zweite, was mich umtreibt, ich habe es angedeutet, ist, wir müssen uns um die Brennpunktschulen kümmern. Wir müssen uns um die Schulen kümmern, wo der Anteil derjenigen, die besonders starke Sozialhilfeempfängerfamilien repräsentieren, dass wir dort ganz verstärkt Geld hingeben. Freie Schulen ja. Ich kämpfe dafür, dass wir möglichst viel personelle, finanzielle Ressourcen in der Verbindung von Schul- und Familienpolitik dort einsetzen, dass wir die Kinder und Jugendlichen rausholen, die in einem Negativkreislauf sind. Und das Dritte ist, es wird mit mir auch nicht geben, dass ich die Vanillesoße über das Thema der Integration unterschiedlichster Menschengruppen in Schulen, insbesondere in den Brennpunktgebieten, kippe. Es gibt dort schwere Probleme. Es gibt schwere Probleme. Eltern, Lehrer beklagen, dass ihre Kinder dort nicht ordentlich gebildet werden, weil es kaum mit dem Unterricht vorangeht. Und deshalb noch einmal, unser Schwerpunkt muss sein, neben der Förderung allgemein,
auf diese Schulen zu schauen, sie mit Sozialarbeitern auszustatten, familienbegleitende Maßnahmen zu machen. Dann können wir wirklich den Durchbruch schaffen. Es ist nicht abhängig, woher du kommst, wie du weiterkommst. Wir halten fest, mit der SPD wird es keine Schulstrukturdebatte geben, aber es wird vielleicht ein eigenes Landesprogramm Brennpunkt Schulen geben über das jetzt heute beschlossene Bundesprogramm hinaus, das ja nur 200 Schulen in Deutschland fördern will. So, okay. Steht im Programm, wird es auch umgesetzt, ist eine andere Frage. Kommen wir doch noch, wir sind jetzt sozusagen, wir haben eine Stunde sozusagen heftig diskutiert. Nein, wir haben eigentlich ehrlich gesagt, wir müssen ja uns ja auch mal ein bisschen aufeinander besinnen, die wir hier so relativ gut aus einem Milieu, schätze ich mal, kommen. Das erste Thema ist nicht so das Super-Pop-Thema offenbar gerade im Wahlkampf. Das zweite, Schulen brennt rauf und runter, so wie wir das hören. Und das, was wir jetzt anschneiden wollen, brennt auch. Und dann reden wir eben Öko, wir reden über Windkraft. Vielen Dank für die Überleitung, Jan. Ich habe jetzt gesucht, wie komme ich von Schule auf Windkraft. Aber dann... Nicht so... Egal. Vielleicht, dass der Strom dann irgendwann in der Schule, der in der Schule aus der Steckdose kommt, durch Windenergie erzeugt werden soll. 2040 ist, glaube ich, das Ziel, dass das Land komplett aus erneuerbaren Energien seinen Strom gewinnt. Herr Walk, an Sie die Frage, die CDU ist ja jetzt auch auf den Zug der Windkraftgegner aufgesprungen. Sie fordern den sofortigen Stopp aller Windkraftanlagen, sind aber gar nicht generell gegen Windkraft. Also im Programm steht mit Maß und Mitte und im Bund ist ja auch die CDU für die Energiewende. Ich frage mich immer, wie will denn die CDU, wenn sie mal in Regierungsverantwortung kommen, die Leute wieder runterholen von diesem, ich sag mal, Windmast, auf die sie sie jetzt treibt und sagen, wir wollen das jetzt aber trotzdem. Ich habe noch gar nichts gesagt. Also wir sind auf keinen Zug aufgesprungen. Natürlich habe ich die Intention verstanden. Wir sagen generell, und das ist das, was wir, glaube ich, auch verstanden haben. Ich bin, vielleicht wissen Sie, Seiteneinsteiger in der Politik, habe vorher was anderes gemacht. Aber ich glaube, in der Opposition lernt man auch. Und wir haben verstanden, dass eines nichts funktioniert, Machtverhältnisse mit der Kraft des Hebels durchzusetzen, sondern dass es klug ist, wenn man die Menschen mitnimmt, wenn man das in Einklang mit den Zielgruppen macht, mit den Beteiligten und keine Politik über die Köpfe der Menschen hinweg. Das haben wir gesehen, dass das in die Hose geht beim Thema Gebietsreform. Letzten Endes war es das Verfassungsgericht, was die Gebietsreform gekippt hat. Ansonsten wäre sie gekommen und so machen wir es jetzt auch bei der Windkraft. Die Menschen wollen keine Windkraft beispielsweise im Wald. Die wollen auch kein Windrad haben direkt vor ihrem Wohnzimmerfenster. Deswegen sagen wir erneuerbare Energie ja. Aber im Einklang mit den wirtschaftlichen Interessen, im Einklang mit den Bürgern und nicht dagegen. Deswegen haben wir es ganz konkret mit der 10H-Regelung, die wir auf den Weg gebracht haben. Das bedeutet, dass zu Wohnbaugebieten eine gewisse Abstandsregelung eingehalten werden muss. 2,3 Kilometer oder 2,5 Kilometer. 10H, je nachdem, wie groß das Windrad ist. Naja, 250 Meter sind die im Schnitt und dann sind sie bei 2,5 Kilometer. Ja, aber die Bürgerinitiativen zeigen doch, dass die Menschen es nicht wollen. Und Sie können doch nicht gegen den Willen der Menschen Politik durchdrücken. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber wie wollen Sie die Menschen mitnehmen, war ja sozusagen die Frage. Ja, wir haben ja eine vernünftige Lösung vorgeschlagen und ich denke, das ist konsensfähig. Die Leute sind nicht blöd. Und die generell, wäre? Ja, zum Beispiel diese 10H-Regelung, die ich gerade angesprochen habe. Das ist ein Kompromiss, weil irgendwo müssen, wenn man das will, wenn man sich für die erneuerbaren Energien ausgesprochen haben, auch Windräder stehen. Ansonsten sagen wir ja, wo können wir denn Energie gewinnen und sparen? Da sind unsere drei Säulen zum einen in der Energetik, zum zweiten in den Mobilitätskonzepten energiesparend und zum dritten wollen wir setzen auf Entwicklung und Forschung, weil ich eines nicht glaube, dass wir uns zu einem Verzichtland entwickeln. Das glaube ich nicht. Wir müssen mit Anreizen arbeiten und mit vernünftigen Lösungen, die konsensfähig sind. Und dabei die Bürger mitnehmen. Das ist unser Ansatz. Entwickeln Sie mal eine scharfe Differenz. Also ich bin ja Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz in Thüringen seit 4,5 Jahren. Und die CDU hat vor meiner Zeit 750 Windräder in Thüringen aufgestellt. Ja. Und ich frage mich ein bisschen, wo waren Sie in der Zeit? Ja. Ach so. Und seitdem Herr Walk dabei ist, gibt es also jetzt den Kampf gegen die Windenergie? Ja, genau. Also wenn es dann, ja, da können Sie können lachen, ich habe es erklärt, Sie können es glauben oder...
Ich will es verstehen, weil wissen Sie, Ihr Bundeswirtschaftsminister lädt mich alle 2 Monate zu Windenergiegipfeln ein und sagt, warum stockt denn das bei euch? Und dann komme ich hier nach Thüringen zurückgefahren und muss dann auf Plakaten lesen, Windenergie-Wahnsinn stoppen. Und ich frage mich immer, welchen Wahnsinn meint er? Genau, die Windenergie im Wald, weil das will kein Mensch. Der Wald, Windenergie im Wald will kein Mensch, außer Ihnen. Weil das völliger Unsinn ist, es ist auch CO2-technisch völliger Unsinn. Der Wald ist der CO2-Speicher und wir wollen dort Windräder aufbauen, wo 2 Hektar gerodet werden für 20 Jahre. Die Energiebilanz der Windräder, jetzt unabhängig, dass sie natürlich CO2-neutral arbeiten, aber die müssen natürlich hergestellt werden. Kein Mensch weiß, was danach mit den Roderblättern passiert. Und der Wald wird von Bäumen entvölkert. Genau das soll der Wald machen. Und deswegen müssen wir jetzt aufforsten und keine Windräder in den Wald stellen, sondern neue Bäume. Das dauert 80 bis 100 Jahre. Und da haben wir genügend zu tun und aufzuforsten und nicht abzuholzen. Ich habe gerade die Informationen erhalten, dass Herr Moring jetzt da ist. Herr Moring, kommen Sie zu uns. Wir holen Ihnen noch einen Stuhl hier. Also, können wir jetzt weiter? Ja, wir reden jetzt weiter. Herr Moring ist uns herzlich willkommen. Aber Sie müssen das, hier finden ja faktisch wirklich schon Koalitionsverhandlungen statt. Und es ist sowohl für Herrn Walk als auch für Herrn Moring, den wir jetzt herzlich begrüßen. Ja, den begrüßen wir. Super. Dann sind Sie sozusagen, sind beide nicht mehr jeweils in einer, hallo Herr Moring, sind Sie nicht mehr in einer krassesten Minderheitensituation? Muss man anerkennen. Also wer wären wir, wenn wir nicht Minderheiten schützen? Wenigstens heute Abend. Ich will nochmal diese, was wir mitbekommen von Berlin, ich bin kein Öko-Redakteur, andere machen das besser, Talente sind unterschiedlich verteilt. Anyway, der Punkt ist, es gibt inzwischen. Was ist das Problem dabei, erstens Windräder im Wald aufzubauen? Dafür muss man nicht viel roden. Das kennt man unter anderem aus Finnland, das kennt man in Schweden, das ist im Übrigen auch teilweise in Norwegen der Fall. Das sind nun auch alles keine Öko-Höllen mehr. Zweitens, worauf ich hinaus will, es könnte einen doch nachdenklich stimmen, dass auf diese Anti-Windräder-Kampagne eine Partei, die Sie vorhin unisono, wir unterstellen mal auch Herr Moring, mit der Sie eigentlich nichts zu tun haben wollen, dass die sich genau auf diese Kampagne gesetzt hat. Das muss doch zumindest, sagen wir vielleicht, libertärer Konsens, muss doch mulmig stimmen. Meinen Sie nicht? Ich bin hier noch ein Mikro mit Herrn Walk zusammen. Weiß ich jetzt hier. Ja, aber. Okay, also die Situation in Thüringen ist ja so, dass wir 1% der Fläche ausweisen wollten für Windkrafträder. Wir sind, glaube ich, bei 0,86, die wir ausgewiesen haben. Und 1% der Fläche in Thüringen, das klingt schon irgendwie, finde ich, minimalistisch, wenn es darum geht, tatsächlich auf eine Energiewende hinauszusteuern. Und dazu kommt ja, wir haben etwa 30% Weinfläche in Thüringen, haben wir mehr, und 50% und 50% Agrarfläche, so, dass man mal eine Vorstellung davon hat, über was wir überhaupt reden. Wir haben 2 ausgewiesene Windkraftanlagen in Waldgebieten und das sind die durch Kyrill damals, den Sturm, zerstört worden sind. Also da war mit Roden jetzt auch nicht mehr so viel notwendig. Und dazu kommt, wir haben einen Waldzustand, kann man ja mal sagen, 15% der Bäume in Thüringen sind noch gesund, 4% der Buchen sind noch gesund. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, wie wir damit umgehen, aber das bedeutet ja auch, dass wir viele Flächen haben, die wir anderweitig nutzen können und wenn es übergangsweise ist. Wenn du mir auch eins mitgekauft hättest, wäre das total super gewesen. Ja. Wenn du jetzt hier bist, trinke ich auch eins mit. Ja, mach mal. Ja, bitte. Nein, ich will da weggehen. Nein. Wie viel Bier wollen wir haben? 1, 2, 3, 2 Bier bitte.
Aber egal, was ich sagen will, Windkraftanlagen zu bauen und Windkraft wieder stark zu machen. Ich meine, Brandenburg stellt viel mehr Energie über Windkraft her, als sie tatsächlich auch nutzen können oder einspeisen können. Da liegt ein großes Potenzial und dem müssen wir uns in Thüringen nähern. Und irgendwie von, was habt ihr auf den Plakaten, Windkraftwahnsinn zu sprechen, hat sich, glaube ich, bei den Zahlen, die ich versucht habe zu nennen, irgendwie relativiert. Ach, Windradwahnsinn, Entschuldigung. Ich finde eigentlich, wenn ich da mal dazwischen gehen darf, das Thema ist doch ein anderes. Also das, ja, also aber wir reden über Windenergie und ich meine, wir haben vorhin bei Rechtsextremismus haben wir über den Verfassungsschutz geredet. Und jetzt reden wir beim Thema Klimakrise nur über Windräder. Also ich finde das schief. Wir müssen doch irgendwie nochmal klar machen, worum es eigentlich geht. Eigentlich geht es doch darum, dass uns die letzten 2 Jahre gezeigt haben in unserem wunderbaren Wald, wie Klimakrise tatsächlich auch aussieht und dass wir was tun müssen. Und was tun heißt natürlich auch erneuerbarer Ausbau. Und da gehört Photovoltaik dazu, da gehört Bioenergie dazu, da gehört Wasserkraft dazu, aber eben auch Windenergie. So, da gehört Energieeffizienz dazu, da gehört auch Einsparung dazu. Die Frage, was tun wir im Bereich Mobilität und was tun wir im Bereich Landwirtschaft? Alles, was in diesen hitzigen Tagen, 4 Tage vor der Landtagswahl passiert ist, dass es quasi ein Frame gibt. Dieser Frame wird von AfD und oder CDU gesetzt, der da heißt, die verspargeln euch die schöne Thüringer Kulturlandschaft und der Frame dahinter liegt. Es kann alles so bleiben, wie es ist. Nichts verändert sich, vertraut uns. Und das ist aber falsch. Die Dramatik der Klimakrise, wer die nicht wahrhaben will, der stellt sich jetzt eben mit Plakaten raus. Ich rede auch mit jeder Bürgerinitiative. Aber die Antwort auf die Klimakrise und die Plakate ist doch nicht zu sagen, ihr habt recht, es verändert sich nichts. Sondern die Antwort ist, sich dem zu stellen, in diese Debatten zu gehen und die Leute zu ermutigen, mitzutun bei der Frage, die nächsten 12 Jahre müssen wir aktiv werden und zwar sehr konsequent. Und da stelle ich mich auch echt an die Spitze der Bewegung und in jede dieser Diskussionen rein, anstatt mich da feige in die Büsche zu schlagen. Herr Tiefensee hatte sich gemeldet, aber ich wollte noch mal sagen, wir sind ja eine partizipative Zeitung mit einer breiten Partizipation. Wenn Sie der Meinung sind, Sie möchten auch mitmachen, dann tun Sie das jetzt kund. Wir haben hier ein portables Mikrofon, können das auch rumgeben. Sie müssen nicht nur sitzen und zuhören, sondern Sie können sich auch ganz konkret mit Fragen beteiligen oder mit Bemerkungen beteiligen. Bevor Herr Tiefensee, Sie waren jetzt dran, aber ich möchte die Frage trotzdem dann auch nochmal an Herrn Moring weitergeben, weil die steht ja im Raum. Haben Sie sich nicht das falsche Wahlkampfthema ausgesucht? Bin ich? Ja. Herr Tiefensee. Ja, also, alles klar, war ein Spaß. Ja, okay. Also, die CDU hat ein Thema gesetzt, weil sie krampfhaft gesucht hat, was sie bei der Umweltpolitik finden kann. Und wir diskutieren jetzt schon wieder über ein Spezialthema. Leute, es kann doch nicht sein, dass wenn wir über Umweltpolitik reden, über das, was sich gerade auf der Straße tut, dass wir über Windräder im Wald ja oder nein reden. Auch, ja, gut. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir nochmal aufgerüttelt worden sind, dass wir jetzt handeln müssen. Und die SPD steht dafür, dass wir handeln. Sie sagt aber im gleichen Atemzug, wir müssen schauen, wer bezahlt die Zeche. Und einfach zu sagen, ja, wir brauchen Hunderte von Millionen, wir brauchen ein Milliardenpaket, um das umzusetzen, das ist richtig. Und ich bin froh, dass die Bundesregierung sich zwar mit Trippelschritten nur, aber immerhin dorthin bewegt. Aber mich interessiert wieder, wer bezahlt das? Die Meinung in der Bevölkerung ist, und ich komme viel rum und Sie auch, bei der EEG-Einführung zahlt derjenige, der nicht Eigenstrom entwickeln kann, derjenige, der nicht seine Heizung als Mieter auswechseln kann, derjenige, der als Unternehmer, als kleiner Mittelständler den höchsten Energiepreis zahlt, Thüringen im Vergleich zu Baden-Württemberg, der zahlt. Also die Balance hinzubekommen, dass wir einerseits mit wirklich starken Schritten vorangehen, aber diejenigen belasten, die die Hauptverursacher sind, das ist ein Thema. Und das zweite ist, ich habe als Bundesverkehrsminister 2006 die Wasserstoffinitiative NOW
aus der Taufe gehoben. Millionen und Abermillionen sind dort reingeflossen. Thüringen ist Spitze, was die Wasserstoffforschung angeht. Lasst uns technologieoffen diskutieren und nicht nur auf einen Punkt, nämlich auf die reine Elektromobilität schauen, von der wir wissen, dass wir das Problem haben mit den Ladesäulen, das Problem mit der Energieversorgung, das Problem mit der Batterieherstellung, mit der Batterieverwertung haben, sondern lasst uns technologieoffen diskutieren und vor allen Dingen diejenigen heranziehen, wenn es darum geht, zu guten Lösungen zu kommen, die am meisten Dreck produzieren bzw. CO2 ausstoßen und nicht den kleinen Mann und nicht den kleinen Mittelständler. Okay, vielen Dank. Herr Moring, ich präzisiere meine Frage noch. Dieses Ziel, dass Thüringen bis 2040 aus erneuerbaren Energien versorgt werden will, ist es ein Ziel, was die CDU, wenn sie in die Regierung kommt, wenn sie den Ministerpräsidenten stellt, beibehält oder wollen Sie das zurückdrehen? Nee, das wollen wir erfüllen. Wir drehen doch nicht das zurück, was nach vorne gerichtet wichtig ist fürs Land. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Und da klar bleiben die Klimaziele, die das Land sich gegeben hat, bestehen. Es ist nur die Frage, mit welchen Mitteln und Möglichkeiten und technischen Innovationen wir das machen. Aber wir drehen das nicht zurück. Warum denn auch? Ich will doch genauso in einer gesunden Umwelt leben wie alle anderen auch. Ich will eine Erde haben, die erhalten bleibt. Warum soll ich das auch nur einen Millimeter anders sehen? Bin ich ziemlich entspannt. Also das ist nicht die Frage. Ich habe das hier nur gerade mitgekriegt, weil Anja hat eine klare... Wenn ich mal fragen darf, ich bin ja später gekommen, aber ich meine, ich bin ja oft hier ab und zu zu Gast, aber CDU-Wähler sind jetzt, glaube ich, nicht viele da, oder? Zwei. Zwei? Na, wir zwei, ja. Gestern bei der IHK war es andersrum. Ja, deswegen, ja. Ich bin ja genau, wir sind ja oft auf Podien zusammen und es ist in dem Durchschnitt der Veranstaltung relativiert sich es wieder. Das ist und, nicht bei der IHK. Wo waren Sie gestern? Bei der IHK war es gestern anders. Ja, sag ich ja, zum Glück. Deswegen bin ich auch gerne gekommen. Also alles gut, ich habe nur im Vorfeld, Sie hatten getwittert mit Martin Debes und es ging um die Frage, ob es Apolda Bier gibt. Nee, ich habe es mir nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob das alle schmecken, aber das, deswegen wusste ich, dass es Tanzäpfel gibt, alles gut. Ja, habe ich mitgekriegt. Wir gehen extra Apolda Bier trinken. Alles gut, also ich würde mal sagen, die Anja hat das ja gesagt, mit Blick auf die Frage Windkraft und so weiter und Fokussierung darauf. Natürlich will ich schon mal sagen, ich glaube nicht, dass wenn wir die Klimaziele 2050 dann auch sozusagen deutschlandweit erreichen wollen, die Klimaneutralität herzustellen, dass wir heute im Jahr 2019 sagen können, dass wir das vornehmlich nur mit Windkraft machen können. Ich setze darauf, dass es auch andere Dinge geben wird. Und ich würde mir gerne wünschen, dass wir mehr im Osten dafür Forschungskapazitäten kriegen von Berlin, dass wir diese Innovationsfähigkeit, Ingenieurskunst, die wir haben, dass wir die nutzen und darauf setzen und vertrauen, dass sich da auch noch was Neues entwickelt, wir das, was wir heute noch gar nicht sehen, vielleicht auch noch nicht ausgeforscht ist, aber dass es noch ein Stück mehr gibt. Und darauf will ich einfach nur setzen und das war auch sozusagen über, vielleicht auch natürlich pointiert, dafür ist Wahlkampf auch da, dass wir es darauf beziehen, dass nur die einseitige Fokussierung auf eine Erneuerbare bestimmt zu wenig ist. Weil ich will mal einen anderen Punkt nennen, der uns wichtig ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, auch Speicherkapazitäten zu finden. Unser Thüringer Land ist total durchzogen mit Erdgasleitungen. Wir nutzen diese Speicherkapazitäten nicht. Wir haben Pumpspeicherwerke, die haben unsere Naturlandschaft geprägt, verändert. Nutzen wir zu wenig, die werden mit Sicherheit nur einen kleinen Beitrag leisten können, aber dass wir sie haben und nicht nutzen, ist vertan. Und ich finde, wenn jedes Bundesland ein Stück seinen Beitrag leistet von denen, was auch schon da ist, wäre das auch ein Stück besser. Und das, dafür wollen wir nur werben, dass es ein Stück mehr Ausmaß, ein bisschen mehr Ausgleich auch gibt und eben auch darauf vertrauen und setzen, dass wenn wir auch die Unterstützung kriegen vom Bund, auch, glaube ich, als junges Land ein bisschen mehr Potenzial erheben können, als wir derzeit sehen. Mehr ist das gar nicht. Also ich höre erstmal, dass das Klimagesetz breit akzeptiert wird. Das freut mich. Es war ja ein harter Kampf, übrigens auch in unserer Koalition, das Klimagesetz auf den Weg zu bringen. Das erste und einzige der neuen Länder. Aber ich meine, wenn sich hier wieder in die Büsche schlagen, manche äußern und sagen, naja, da wird es neue Technologien geben. Das hört sich für mich ein bisschen nach Christian Lindner an. Sorry. Und es ist unsere verdammte Verantwortung. Das ist unsere verdammte Verantwortung, jetzt was zu tun. So, wir haben gar keine schlechte Bilanz, wenn ich mir die Gestehung der Erneuerbaren in Thüringen angucke. Es ist übrigens auch eine Frage der regionalen Wertschöpfung, weil wir immer noch im Wert von 2 Milliarden Euro Energie, die fossil produziert wird, einkaufen. Wir haben kein Kohlekraftwerk in diesem Land, muss sich auch keiner an den AKW ketten, gibt's nicht. Deswegen, der Strom, den man aus der Steckdose holt,
egal in welchem Ort in Thüringen, der scheint irgendwie halbwegs vernünftig produziert worden zu sein. Dass das aber Braunkohletagebauer in Sachsen betrifft, dass das AKW-Strom ist, das ist doch klar, dass wir da unseren Beitrag zu leisten müssen, indem wir auch mehr Erneuerbare ausbauen. Ich jedenfalls finde, dass wir das tun müssen und wir sagen ja auch wie. Wir haben eine Klimastrategie auf den Weg gebracht, wir nehmen die Kommunen mit, wir fördern Sonne auf die Dächer. Ich finde es übrigens aberwitzig, dass es auf der Krämer Brücke und drumherum verboten ist, ein Auto hinzustellen, aber Photovoltaik hier irgendwie auf dem Dach zu packen, widerspricht dem Denkmalschutz. Ich finde auch nicht, dass man überall Erneuerbare installieren muss, aber ich finde, angesichts der Dramatik der Situation müssen wir einfach darüber nachdenken, wie wir noch mehr Energie auch übrigens in den Städten sauber produzieren, um die dann auch zu nutzen. Und jetzt will ich noch eins sagen, weil das ständig falsch gesagt wird. Es war auch gestern schon so, das ist auch gut so. Elektromobilität schließt Wasserstoff mit ein und das betrifft sowohl batteriebetriebene als auch wasserstoffbetriebene Autos oder Fahrzeuge. Wir haben eine Ladeinfrastrukturstrategie gemeinsam mit den Thüringer Energieversorgern entwickelt, auf den Weg gebracht. Nach Baden-Württemberg sind wir Nummer 2, was die dichtest ausgebautete Ladeinfrastruktur für Elektromobilität betrifft. Und wir haben jetzt auch eine Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht, aber das rechnet sich einfach noch nicht. Und da muss der Bund uns auch die Möglichkeit geben, hier mehr zu fördern, beziehungsweise Wirtschaftlichkeitslücken zu schließen, dann klappt es auch. Aber ich warte nicht 10 Jahre, bis irgendjemand sich was überlegt hat, was vielleicht mal sein könnte. Wir müssen jetzt was tun. Ich habe nur einen. Herr Moring. Wir haben gerade die 1,5-Minuten-Regel eingeführt. Das ist gut. Ja, ja. So was geht super schnell zwischen Anna Lehmann und mir. Aber davor haben wir eine Frage. Geht das so oder? Super. In den Raum reinsprechen, wir verstehen das mit. Ich habe eine Frage an Herrn Moring und zwar im neuen Bundesprogramm der CDU steht auf Zeile 571 bis 86 drin, dass sie das EEG-Vergütung abschaffen wollen. Also nur die Vergütung, nicht das EEG komplett. Und da frage ich mich, ob Sie vielleicht hier jetzt schon anfangen, den Boden für das Abmögen der Windkraft endgültig zu bereiten und ob Sie da mit Ihrem Herrn Altmaier und der Politik, die Sie im Bund da betreiben, was Windkraft und Erneuerbare angeht, konform gehen, weil das wäre ein guter Punkt. Haben Sie das alle verstanden? Nein. Wir brauchen doch ein... Ich kann es ja wiederholen, was er gesagt hat. Also er hat sich hat einen Beschluss der CDU zitiert, das zwischen irgendwelchen Zeilen, aber es geht kurz gefasst darum, dass die CDU beschlossen hat, die EEG-Umlage abzuschaffen. Er fragt, ob damit... Okay, alles klar. Und ob damit den, sozusagen den Beschlusslagen Altmaier widersprochen würde oder nicht, kurz gefasst, zusammengefasst geht es darum, gell? Oder? Ja, kurz. Also ich will mal 2 Dinge sagen. Einmal nochmal zu Anja, nur ganz kurz. Ich bin sehr für die Frage regionale Wertschöpfung. Ausdrücklich, weil die Akzeptanz gibt es natürlich Wertschöpfung. Die Wahrheit ist aber, liebe Anja, dass von 54 Windkraftenergiefirmen, die in Thüringen investiert sind, genau wie viel aus Thüringen kommen? 7. Und wenn wir Akzeptanz schaffen wollen, darum geht es mir, dann möchte ich gern, dass die Wertschöpfung hier im Land bleibt, dass die Gewerbesteuer hier im Land bleibt, dass das, was an Gewinnen kommt, hier im Land bleibt. Aber es ist einfach nur ein Fakt. Ich will nur sagen, ich möchte Politik machen, um nach vorne zu gucken. Man kann sich ganz lange aufhalten, was hinten ist. Und wenn man Akzeptanz für Windkraft in dem Land will, dann braucht man auch die Akzeptanz durch Wertschöpfung. Und wenn aber nur 7 von 54 Unternehmen in Thüringen hier sind und sonst die ganze Wertschöpfung sonst wohin geht, dann gibt es keine Akzeptanz. Ich will das nur sagen... Bisschen hast du auch und Verantwortung, Haken dran. Genau. Und die ist vollkommen richtig. Soweit wie ich das Beschlusspapier jetzt in Erinnerung habe, ich habe daran mitgewirkt, haben wir ganz was Entscheidendes gesagt. Wenn wir durch die CO2-Bepreisung beim Staat mehr Geld einnehmen und manche Experten berechnen ja aus, dass die Bundesrepublik dann per anno 10 Milliarden Euro mehr einnehmen könnte durch die Bepreisung, dann ist unser Vorschlag, dass man dieses Geld komplett zurückgibt in Anreize, in Unterstützung, CO2 zu vermeiden, um die Nee, ich rede um die CO2-Bepreisung. Es gibt hier eine CO2-Steuer. Moment. Und ich rede über die Vergütung durch das EEG. Das EEG, Vergütung, bedeutet, dass Sie einer Windkraftanlage einen gewissen Preis garantieren für alle Kilowattstunden, die eingespeist werden. Die CDU will diese Vergütung abschaffen im Bundesprogramm, also bundesweit. Und das bedeutet, dass Sie der Windkraft und den alternativen Energien generell, dadurch, dass Sie das EEG an sich mit seinen Hindernissen erhalten wollen, den Hals umdrehen. Und da möchte ich von Ihnen eine Antwort haben, ob Sie in Ihrem jetzigen Wahlkampf dieses Fälschen vorbereiten.
Nein, erstmal will niemand jemand den Hals umbringen. Ich will das nicht sagen, deshalb sage ich manchmal nicht ohne Grund. Diese Wortformulierung, die wir da alle finden mit dieser Tonlage. Irgendwann eskalieren wir alle miteinander, weil wir immer die schärfere Formulierung finden wollen, um uns noch ein Argument zu unterstützen. Ja, es hilft da alles nicht. Aber lassen wir einen Satz trotzdem zu Ende sagen, was wir wollen. CO2-Bepreisung auf der einen Seite, 10 Milliarden Euro Einnahmen. Deswegen sagen wir, kann man irgendwann Stromsteuer abschaffen und EEG-Umlage absenken. Sie sagen zusätzlich die Frage der Vergütung, richtig. Finde ich wirklich, bin ich überzeugt davon, dass wenn man was Neues eingeführt hat, eine neue Technologie, was Neues sozusagen, um Energie zu erwirtschaften, wie Windkraftanlagen, kann man irgendwann wieder im Wettbewerb treten und kann die Extravergütungen auch reduzieren, um so Sachen sich alles gegenseitig bewähren zu lassen. Na klar ist es irgendwann da. Wenn es eine Dauersubventionierung ist, dann überzieht es sich doch irgendwann. Und warum soll nicht neue, ich habe das vorhin, was ich gemeint habe, ich bin wirklich davon überzeugt, auch wenn Anja Fobolis das Gegenteil gesagt hat, wenn es was Neues gibt, müssen wir dafür auch Vergütungsmodelle wieder entwickeln. Und dem müssen wir auch eine Chance geben. Aber wenn wir alles gleichmäßig vergüten, werden wir irgendwann überzogen werden und es nicht mehr finanzieren können. Deswegen finde ich, nach 10 Jahren kann man auch ein Stück zurückgehen und kann was Neues unterstützen. Also unser Eindruck ist jetzt, dass wir, also das ist nun ein klassisch detailliertes Thema. Ja, Frau Sigismund? Auch da, auch für Sie. Okay, nein, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Nein. Gibt es? Anna, ganz kurz. Frau Sigismund wollte noch. Sie kann ja. Ich würde dann schon mal sozusagen das Mikrofon. Also es ist schon eine Grundsatzfrage, wo man hin will. Und ich will nur sagen, Richtung Klimakrise, eigentlich führen wir gerade die falsche Debatte. Erstens geht es nicht nur um die Frage Windenergie, ja oder nein. Und wenn wir über Windenergie diskutieren, müssten wir eigentlich darüber diskutieren, dass nach 2020 in Thüringen 150 Anlagen per anno aus der EEG-Förderung gehen und wir faktisch einen Rückbau haben werden, weil wir auch keinen Zubau haben. Wir müssen darüber reden, dass wenn die CDU 10H in Thüringen einführt, wir das gleiche wie in Bayern haben, nämlich null Windenergiezubau. Wir müssten darüber reden, dass Herr Söder interessanterweise in Bayern 100 Anlagen im Wald errichten will. Bei uns ist die CDU völlig dagegen, selbst wenn ich sagen, im Borkenkäfer belasteten Forst, der ohnehin umgebaut werden muss, könnte man das gegebenenfalls ermöglichen. Also das sind alles die Fragen, die wir eigentlich diskutieren müssten. Fakt ist, wir haben ein Klimagesetz, wir haben die Rahmenbedingungen geschaffen und als nächster Schritt muss kommen, dass die Bundesregierung ein vernünftiges Klimapaket vorlegt, dass Klimaschutz ins Grundgesetz kommt und dafür werden wir uns weiter einsetzen. Antonia Sturm, ich habe eine Frage an Herrn Moring. Wir hatten es zu Beginn, da waren Sie leider noch nicht da, so ein bisschen von der Verrohung der Gesellschaft und einem Driften Richtung rechts. Jetzt schaue ich mir Ihre Plakate an, da ist vom Kampf für Thüringen die Rede, da ist von Angriffen die Rede, das ist alles so ein Duktus, der darauf hindeutet, wir befinden uns in einer Gesellschaft, die voll im Umbruch ist, die revolutionär wäre und als würde der Kampf mitten unter uns weinen und ich glaube nicht, dass Sie mit dieser Sprache dazu beitragen, dass man der Verrohung entgegenwirken kann, sondern sie springen eigentlich so ein bisschen auf den Duktus der AfD auf. Also ernsthaft, weiß ich nicht, wirklich mal wirklich. Ich habe in den letzten 3 Wochen 2 Morddrohungen gekriegt von irgendwelchen Drecksnazis. Meinen Sie wirklich, dass ich eine Politik führe, wo ich irgendwie denen das Wort rede, die mir nach dem Leben trachten, die unsere Gesellschaft verändern wollen und die was anderes wollen, als dass wir in einer Gemeinsamkeit, in einer toleranten Gesellschaft, weltoffene Gesellschaft zusammenleben wollen? Meinen Sie das ernsthaft, dass ich mit diesen Brüdern irgendwas gemein habe? Das können Sie ja wirklich komplett vergessen. Nee, da wehre ich mich komplett dagegen. Die gehen mir auf den Sack, die wollen mir nach dem Leben trachten, die wollen Autobomben basteln, die wollen die Leute abstechen, die gehen allen auf die Kicks hier in diesem Land. Ich will diese Nazis nicht in unserem Land haben und ich rede ihnen auch nicht das Wort. Das können Sie mir ganz sicher glauben. Ja, kurze Frage. Ich bin aus Berlin, also ich bin nur zu Besuch. Ich war jetzt überrascht, das war mir neu, Herr Moring, die Frage an Sie jetzt. Die CDU hat sich weder Sie noch irgendein Kollege explizit gegen eine Koalition mit der AfD gestellt. Also, da war ich jetzt überrascht. Also, ich muss dazu sagen, ich war mal bei der CDU, ich habe auch die CDU mal einmal gewählt danach, weil da war ich noch ganz jung, da war ich noch nicht, wie auch immer. Ich durfte ja schon mit 16 Mitglied werden, aber noch nicht wählen. Das ist die Frage also. Koalition mit der AfD, können Sie sich gut vorstellen oder nicht? Vertiefen wir jetzt. Und
Das ist jetzt unser letzter Themenblock, also ein bisschen Vorbereitung durfte sein. Und das ist unser, vielleicht nicht Lieblings, aber der ist ganz deutlich. Die Frage ist, warum hat man eigentlich Mobiltelefone in diesen Tagen, um ungefähr alle 10 Minuten neue Wahlumfragen zur Kenntnis zu nehmen? Und zur allgemeinen, das können Sie gleich sagen. Wir gucken uns das heute an. Ist das hier ungefähr bekannt, was man bei Spiegel Online, ich glaube auch bei uns... Bitte? Das war die konkrete Frage. Ja, wir haben eine konkrete Frage und dann machen wir. Können wir gerne machen, aber das war. Genau, er hat mich da angesprochen, hat mich gefragt. Ich habe in ca. 527 Interviews gesagt, dass wir mit der AfD keine Koalition machen. Es ist schade, dass es nicht bis nach Berlin durchgedrungen ist. Aber jetzt sage ich es halt nochmal für Sie auch zum Mitnehmen. Und tatsächlich, gucken wir mal, Sie haben beim ersten Mal in Ihrem Leben CDU gewählt. Ich habe beim ersten Mal, wo ich wählen durfte, ein neues Forum gewählt, weil ich da Mitglied war. Und jetzt bin ich CDU-Chef und habe mich dafür entschieden. Aber ich habe das Anja gestern mal erzählt. Den ersten Wahlkampf, den ich in Thüringen gemanagt habe, war der vom Neues Forum Grüne Demokratie jetzt. Und bis Sonntag 17.59 Uhr gilt das auf jeden Fall noch. Das beste Ergebnis, was die Grünen jemals hier in Thüringen erzielt haben, haben sie mit meinem Wahlkampf erzielt, nämlich 6,5%. Der Rekord ist immer noch ungebrochen. So gesehen, jeder ändert sich in seinem Leben. Sie machen es umgekehrt. Ich bin den anderen Weg gegangen. Aber wollte ich auch nochmal anmerken. Ach, sonst hilft halt auch wirklich, man muss nicht dauernd Vorurteile pflegen. Mit Verlaub, die einzigen, die dauernd Interesse daran haben, zu erzählen, dass die CDU mit der AfD koalieren will, ist die Linke. Sonst hat man da kein Interesse daran. Ich habe nun so oft erklärt, wir wollen weder mit den einen noch mit den anderen koalieren, dass ich selber sozusagen wirklich im Schlaf bei jeder zweiten Weckung sagen könnte und würde keine andere Meinung haben. Das gilt, und ich finde, Höcke ist ein Nazi. Haben auch andere festgestellt, und da ist doch ganz klar, dieser Typ, der diese AfD prägt, der mit seinem Flügel dafür sorgt, dass diese AfD sich völlig rechtsradikalisiert, mit dem werden wir nicht zusammenarbeiten. Da gibt es ja gar keinen Fackeln, weder vor noch nach der Wahl. Ja, ihr hattet recht, vielleicht musste man den Punkt allen Klischees zum Trotz nochmal vom Tisch räumen. Es bleibt trotzdem, also die Demoskopie ist so, dass sich offenbar in Thüringen ein ähnliches Phänomen abzeichnet wie neulich in Sachsen und Brandenburg, also die real existierenden ministerpräsidentiellen Personen könnten weiterhin die stärksten Parteien repräsentieren, also das war der Kretschmer in Sachsen, das war Woidke in Brandenburg und jetzt ist es Ramelow und die Linkspartei liegt mit doch erklecklichem Vorsprung vor allen anderen. Das ist aber ehrlich gesagt für mich überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, also richtige Politnerds können das ja bei den Hochrechnungen sofort zur Kenntnis nehmen, da gehen dann die Balken hoch. Und dann weiß man, ah, die Koalitionen sind möglich. Wir stellen fest, eigentlich geht nur noch Linkspartei und CDU. Also sind Sie aber auch der Einzige, der das hier feststellt, glaube ich. So. Also nach allem, was ich weiß, es gibt keine andere mehrheitsfähige Koalition. Also im Moment, ginge das überhaupt? Also im Moment haben wir nur ein Umfragenchaos. Ich glaube, das teilen wir. Und wir warten mal die Wahl ab. Und ich werde Ihnen heute Abend auch nichts anderes sagen, als dass wir, und dazu stehe ich auch fest, dass wir Rot-Rot-Grün fortsetzen wollen. Und da fehlen uns, glaube ich, 1 oder 2%. Also bis zum Wahlabend ist hier alles möglich. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass unsere Koalitionspartner noch zulegen werden, weil sie halt bessere Wahlkampfmanager haben als vor 4 Jahren. Und insofern stellt sich die Frage nicht. Ich bin mir ganz sicher. Und es mag sein, wir haben vorhin mal diskutiert, ob wir, weil wir jetzt so viel Podienerfahrung haben, ob wir einfach mal die Rollen tauschen. Jeder muss für den anderen antworten. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass die CDU und die Linke inhaltlich nicht sehr viel gemeinsam haben. Nicht sehr viel oder gar nichts? Also schließen Sie es aus? Gar nichts wäre ja falsch, weil wir ja immer noch Demokraten sind. Aber ich würde sagen, also wir Sie haben schließen es nicht 60-70% Unterschiede. Und ich schließe eine CDU-Beteiligung an der Regierung mit uns aus. Aha. Auch eine Tolerierung wäre nicht in Ihrem Sinne. Herr Moring, ist das nicht schade? Ein Bier brauchen wir noch für Herrn Moring. So, Herr Moring, nochmal. Also das ist doch bedauerlich, oder? Was? Dass Ihnen gerade Frau Hennig-Well so gesagt hat, nein, geht nicht, machen wir nicht.
Nee, ich weiß, ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass es was bringt, dass wir jetzt hier Koalitionsnummern durchdeklinieren. Die Rot-Rot-Grün-Koalitionsvertreter sagen aus ihrer Sicht zu Recht, sie wollen Rot-Rot-Grün fortsetzen. Wir sagen zu Recht, wir wollen Rot-Rot-Grün ablösen. Und es sind noch 3 Tage Zeit, jeweils die Wählergruppen zu mobilisieren. Und das steht im Mittelpunkt. Und darum kämpfen auch alle, jeder in seinem Publikum, um seine Stimmen und die Mobilisierung. Und ich finde, das Allerwichtigste, was wir sicherstellen müssen, ist, dass dieses Land Thüringen danach sich nach der Wahl nicht blamiert und dass klar ist, keine Nazis in der Regierung. Und alles andere werden wir dann sehen. Herr Tiefensee, als ich in Leipzig studiert habe, da sind Sie gerade Oberbürgermeister geworden. Ihr Vorgänger Hinrich Lehmann-Grube hatte damals das Leipziger Modell. Der hatte mal mit wechselnden Mehrheiten über Themen hinweg und über Parteigrenzen hinweg regiert. Ich meine, wäre es nicht mal Zeit, angesichts auch der fragiler werdenden Parteienlandschaft, beziehungsweise die Volksparteien sind nicht mehr die Volksparteien, über solche Modelle nachzudenken? Wäre das vielleicht auch ein Modell für Thüringen? Sie beschreiben das völlig richtig. Leipzig ist die ersten 15 Jahre Lehmann-Grube-Tiefensee mit dem Leipziger Modell geleitet worden. Es gab keine Regierung, in Anführungszeichen, keine Opposition. Ich habe alle meine Haushalte auf kommunaler Ebene einstimmig durch den Stadtrat gebracht, weil ich auf der kommunalen Ebene das für völlig Quatsch halte, dass man nicht sich gegenseitig zuhört, was sind die prioritären Sachen, das aufnimmt. Und das hat Leipzig vorangebracht. Es wäre eine neue Messe auf der grünen Wiese nie entstanden, wenn wir das nicht gemacht hätten. Das geht auf Landesebene nicht. Wenngleich ich viel diskutiert habe, übrigens auch mit Susanne, mit den beiden Spitzen der Grünen, ob wir nicht über neue Formen der Regierungsarbeit nachdenken. Und weil wir hier im geschützten Raum sind, will ich das ganz kurz andeuten. Ich bin geprägt durch die Debatten im Bundestag, wo es um Fragen der Gewissensentscheidung geht. Sie erleben dort Sternstunden, wenn nicht die Frage Abstimmung ja oder nein an die Machtfrage gekoppelt ist. Und das findet momentan, jetzt muss mal der Herr Moring auch mal zuhören, weil das ist eine interessante Sache. Also wir hatten hier nicht nur die 1,5-Minuten-Regel eingeführt, sondern wir können auch auseinandersetzen. Ja, okay, okay. Ich wollte nur ganz kurz andeuten. Was ich mir vorstellen könnte oder vorgestellt habe, ist, dass wir enumerativ 15 Projekte im Koalitionsvertrag beschreiben, die an die Machtfrage gekoppelt sind. Selbstverständlich ist das zum Beispiel der Haushalt. Aber dass alle anderen Fragen freigegeben werden, dass wir namentliche Abstimmungen haben, dass jeder Bürger sehen kann, wer hat wofür gestimmt, weil ich es für, ehrlich gesagt, eine Posse halte, dass wir ständig, und das findet in allen Parlamenten statt, den Vorschlag der Opposition allein deshalb vom Tisch nehmen, weil er von der Opposition kommt und dann... Und dann, genau, das habt ihr umgekehrt auch gemacht und dann 3 Wochen später mit einem geänderten Komma in ähnlicher Weise einbringt. Das versteht der Bürger nicht mehr. Das heißt, wir müssen neue Formen finden und wir müssen neue Formen finden, wie wir die sogenannten sozialen Netze, wo ja politischer Diskurs, wenn man so will, auch Abstimmung stattfindet, wie man das verschränkt mit diesen 88, 90, 91 Abgeordneten, die für die Netzgemeinde irgendwie vom Himmel gefallen sind. Und das zusammenzubringen, das ist mein Interesse, dass wir darüber, und wir haben die Diskussion angefangen, dass wir auch neue Formen des Regierens, neue Formen der Partizipation finden. Und da sind noch ganz, ganz viele Möglichkeiten offen. Ganz kurz zu der Koalitionsdebatte. Ich war mal früher Hochspringer. Wenn ich mir auf der einen Seite vorstelle, ich lege die Latte irgendwie auf 60% und steige drüber, alles gut. Wenn ich aber eine hohe Latte, nämlich Rot-Rot-Grün, schaffen will, dann denke ich nicht ständig drüber nach, das ist Ihre Frage gewesen, was wird denn sein, wenn ich die Latte reiße, wenn der Trainer dann sagt, wenn der Journalist schreibt, wir setzen alle, wie wir sind, die ganze Kraft drauf, dass die jeweilige Partei mit eigenen Leuten und einem Programm möglichst stark wird. Das ist unser Ziel. Starke SPD in Rot-Rot-Grün, die wird dort gebraucht. Also Sie werden uns das, ich spreche mal für Anna Lehmann mit, Sie werden uns das verzeihen, wenn wir Ihre Antworten für nicht ultra elektrisierend halten.
Es war Absicht und wir wissen das. Aber ist es nicht, merken wir das hier falsch, dass auch Herr Moring einen Kommunikationsstil oder auch Aussagen hier tätigt, der das doch eigentlich den Linken schwer macht, zu sagen, mit denen können wir nicht. Also ich bin alt genug zu sagen, ich habe auch die Wende konkret mitgekriegt. Grüne und CDU noch unter König Kurt, das wäre also das war nicht mal im Bereich des Phantasmas, da hat man nicht mal drüber nachgedacht. Das kann doch irgendwie unter freiheitlich-demokratischen Grundordnungsparteien, kann das doch nicht ein Problem sein. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, nur weil Mike mir jetzt ein Bier mitbringt, heißt noch lange nicht, wir machen eine Koalition. Ich wollte es nur mal klarstellen. Aber Sie haben auch mal gesagt, Freinich Welso, in der Koalition, da kommt es immer auf den menschlichen Faktor an. Also es muss stimmen. Und ich, zumindest von der Warte her haben wir uns doch hier sehr gut verstanden. Vielleicht zu gut, vielleicht menschelt es auch einfach ein bisschen zu sehr. Aber wir sind ja die Taz, wir wollen immer den Weltfrieden und alle sollen Brüder sein und Schwestern. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie alle mitgemacht haben, dass Sie alle dabei waren, dass Sie dabei waren, alle wie Sie waren. Und ich glaube, wir können einfach sagen, es bleibt. Okay. Na, Anja, ich finde ja echt interessant, dass so die Grünen, die werden so gar nicht gefragt. Doch, aber die Grünen, die wurden die ganze Zeit gefragt. Aber ich, die Grünen auf sind jeden auch Fall. Für den Weltfrieden. Dann machen wir es so. Mein Schlusswort und dann ihrs. Dann haben Sie sozusagen das Schlusswort. Also. Nein, komm, das machen wir gerecht. Also, nein, Jan. Ich bin dran. Jeder. Ich bin dran, Jan. Und dann Anja Sigismund. Ladies first. Genau. Also. Ich habe mich gefreut, dass Sie alle da waren und ich finde, es bleibt einfach spannend in Thüringen. Es war ein Experiment mit Rot-Rot-Grün und es wird weitergehen. Entweder mit diesem oder mit einem anderen Experiment. Dankeschön. Also das Entscheidende ist, am Sonntag gibt es wirklich was zu entscheiden und bis dahin kämpfen natürlich vor allen Dingen die jetzige Landesregierung dafür, dass sie fortsetzen kann. Wir sind als progressives Bündnis angetreten, aber Fakt ist, eine andere Landwirtschaftspolitik wird es nur mit Grün geben, eine andere Mobilitätspolitik wird es auch nur mit Grün geben und deswegen ist ganz klar, dass wir natürlich dafür werben, dass wir als Grüne, die den Unterschied machen, stabile Verhältnisse am Ende auch haben. Ich wünsche mir, dass wir eine klare Mehrheit haben, weil es geht darum, in diesem Land was zu entwickeln und nicht ständig Deals machen zu müssen. Das Land braucht eine stabile Regierung und wir als Grüne sagen ganz klar, Grüne sind die, die die Zukunftsfähigkeit sichern. Also muss man auch grün wählen am Sonntag. So, das war jetzt... So sympathisch mir Frau Sigismund ist und daraufhin haben wir beschlossen, weil das nicht das Schlusswort der Taz in diesem Haus, dem Speicher gewesen sein kann, wir kommen zur nächsten Bundestagswahl garantiert wieder und dann reden wir nochmal über die neu aufgemischten Verhältnisse. War ein toller Abend, jetzt saufen wir zusammen. Danke.